Ja, gaun um, Leibelühe. Endlich. Endlich ist es mir so weit, dass wie wir Theater spielen drüben. Und geh hier mit uns das Theater kicken drüben. Das Corona, das wird ja wirklich schlimm, aber das ist uns zuletzt auch etwas auf den Zwackel geworden, oder meint ihr nicht? Ja, in dem Namen von den Theatermagers hier und Mäsen darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Freue mich, dass ihr alle gekommen sind. Und besonders begrüße ich unsere Theaterfreunde, wie Tuske Tuske Hemann mit Not, einmal die Theaterfreunde unten in Kerken. Ja. Theaterfreunde und Egger Mühlen. Ja, und die Theaterfreunde und Holstede. Herzlich willkommen. Ja, wir haben heute wieder ein deftiges Stück untersucht. Das spielt in drei Akten und ist von Bernd Kietzke. Das Stück spielt hier rund um Trudes neue Bude oder den Kiosk, wie man das so neudeutsch sagt. Und das ist der soziale Treffpunkt von etwas eine öllere herunterkommende Siedlung. Die herunterkommende Siedlung ist nicht in der Samtgemeinde, brauche ich keine Antwort. Ja, es spielt so ziemlich wie die alte Truppe, die ja zum Teil all oberfettig geworden Bier sind. Und wir haben auch zwei neue, das ist die Henrike Prinz und die Johannes Hengelage. Ja, ich mag das ja immer so, dass ich einmal die Lühe, die Mitspiel feststelle. Als erstes ist der Trude Krämer, die Kioskbesitzerin, die mit Leib und Seele hier vor Ort ist, unter die Lühe. Die hat das Herz am rechten Fleck und den drohende Verlust von ihrem Kiosk, das mag ihr doch sehr zu schaffen. Birgit, du musst kommen, du bist dran. Also musst du mich vergeben, ich kann auch mit den Junior-Typen kakeln. Ja, das ist Birgit Lammers. Ja, dann spielt die Einstein mit. Einstein ist so eine etwas verkrackte Existenz. Ist Löckern, Wetten, Öller. Kein Mensch bei der Einigung, wo der hätte. Hey, ist übrigens auch nicht. Und der lobt immer so 2 Zentimeter gegen die Spur, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Das ist also Weglang Georg Junior. Dann spielt die Erna Wilmer mit. Das ist die neue Erwin von dem Gelände hier. Und die will das verkaufen an so einen Immobilienhai. Und will dann noch Marabella, Marbella. Marbella hat das. Dankeschön. Ja. Egal wie groß das bei Sie. Ja, dann spielt die Arnold Macher mit. Das ist die Immobilienhai. Ja, die ganzen Lächerheiten will ich leider nicht vertellen. Dann wird von oben gar nicht fertig. Wenn spielt von Bernhard Linz. Ja, dann spielt die Nele Krämer mit. Das ist die Nichte von unserer Trude hier. Die hat auch das Herz am rechten Fleck. Die Gutherzigkeit kicke ja unter Augen. Deswegen hat sie extra Brille umgesetzt. Wenn spielt von Henrike Prinz. Ja, und dann spielt die Lola mit. Die Lola, das ist eine Bordschweinschwalbe. Wecker weiß nicht, was das ist. Schweinschwalbe. Ja, wird spielt von Maren Lammers. Ja, dann spielt Manni Mack mit. Das ist ihr Manager. Also legget ihr nicht mit dem Mann, der will man Messintasken, nicht? Das ist Heiko Brinkmann. Und dann spielt Jana Schön mit. Das ist eine junge Dame, die noch voll erreichen will. Und wenn sie dann einen smallen Kerl findet, die Masse Geld hat, der will jedenfalls einen haben, den die Masse Geld hat und auch gut geben. Und wenn nicht, dann will sie nämlich gar nicht hier rot. Ist das richtig? Das wird Franziska Prinz. So, und dann spielt Harald Kutscher mit. Das ist ein Taxifahrer. Der hat jahrelang wie Komes Walter lehrt und Wecker konnte das besser spielen als Glänzkalein.
Ja, dann spielt die Ria Ratsch mit. Die weiß alles. Ja, heil Gabi eben. Wegen die Kennzeichen. Ja, und dann spielt die Benny Mack mit. Benny Mack, das ist die Neffe von den Mack. Und die will noch mal so werden als ihr Onkel. Kriegt er da aber nicht immer hin und lässt sich öfters mal von der Polizei packen. Und heft immer Dienstkleidung an, gestriebte, ne? Wenn er nicht so viel mitstellt. Ja, das ist unsere eine von den neuen Johannes Hengelage. So, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich Ihnen noch ein paar Dankesworte sagen. Als erstes natürlich an die viele. Ich auch noch mal rein, ne? Oh. Ja, die Marion ist eigentlich unser ruhender Pol und ich komme immer dann, wenn wir nicht mehr recken. Das ist immer ganz schön. Danke, Marion. Ja, nochmal danke an die Familie Maßmann. Die kümmert sich hier um alles, dass wir hier den Saal zur Verfügung kriegen können. Der hat ja eine Masse Termine und wenn wir dort an Düsseldorf kommen können, dann sind wir heller dankbar. Die sorgen für Kaffee und Kauken, wie das Schnitzel, für das Essen. Und wenn wir sonst Probleme haben, helft ihr uns natürlich auch. Dankeschön. Ja, danke an unsere Kassierer, die Mechthild Brickmann, Dieter Reuter und Karl-Heinz Brickmann, die eigentlich ein Förderball sein, dass die drin gekommen sind. Dankeschön. Ja, danke auch an unsere Bühnenbauer. Wir haben ja dieses Jahr nicht so ganz lange Zeit. Erst für hier Frauen, Karneval und Schützenball und wir konnten erst ein paar Tage feiern die Bühne bauen. Und die Thomas Bloch und der Michael Pöttker, der hat wirklich alles rett, damit wir das hier ruckzuck fertig werden können. Dankeschön. Ja, anschließend hat die Hempel oder die Markus Hemmelgorn hat Vortag ziert und Maul und das hätten wir doch auch hin kriegen, oder? Dankeschön. Ja, danke auch noch an unsere Friseuse, die Sophia Kloß und natürlich an unseren Tontechniker Martin Heimbrock, der immer dafür sorgt, dass wir etwas verstauen können. Dankeschön. Ja, mit Kintose Programm, ich habe gesagt, dass wir in drei Akten spielt. Wir machen noch jeden Akt eine Viertelstunde Pause, damit wir auch noch etwas zu trinken kriegen können oder vielleicht sogar zur Toilette. So, und jetzt wünsche ich euch massig Spaß. Wie Ömdecke, wie Trude. Zeitschriften für die Frühling mit den Diäten, hier feinen Ständer, jawohl. Und die Zeitschrift mit den nackenden Tatsachen, ne, die habe ich nicht hier sitzen. Die liegt immer fein und an Laden. Die nehmen unsere Taxifahrer immer so. Die lügen ohne Typ. So. Moin, Frau Krämer. Verehrte Hüterin der Spirituoseninspiration. Moin Einstein. Also so es immer ist, mir Ehre, Begrüßung zum Bitken zu hoch. Morgenstunde auf einmal gar im Mund. Hier, das Ergebnis meiner gestrigen Nachtstudie. Ich seid weit. 6-mal Pfand und 1-mal Glasstunden, wa? Sag jetzt mal Einstein, das Sülwige in Fulbert drüge. Ja, nur die Devise, entbindet hauen, findet Ockmann Doppelkorn, du hättest das jetzt wohl mal gerne andersrum gut probieren, ne? Nee, Einstein, damit fangen die gar nicht erst an. Also, eine 40-prozentige Beduselung zu 100%, das endet nur noch in 0% Atmung.
Nee, nee. Sei sind mir so auch all Laufdörn eine, ne? Also, nach meiner Theorie komme ich nämlich durch die Aufnahme von hochgeistigen Drinks, wer in einen Tauschstand der absoluten Erinnerung. Und ich weiß, wer Wecker ich bin. Ja, bloß schlopp ich dann immer hin und werd nächstes Mal wir wach in der Lehre, was gar nicht meine ist. Also Einstein, darum dürfen sie Heerscharen von Ehefrauen beneiden. Francesco ist hier. Moin! Moin, Tante Trude! Moin, Einstein! Moin, Tante, ich bin Bittchen Larsche. Geh mal die allgemeine. Hörst du? Ja, nun, man sinnig und sagte, ich kann auch nicht so flott. Wunderbar. So. So, erst immer. Schalter doch die Monatsrechnung, wicht? Ja, die allgemeine für den Chef und Rundstück mit Käsewürfel weg, ne? Einmal für den Chef, einmal für die. Und dann schaffst du auch Dütmer noch ein Ü-Ei-Hemm, ne? Bitte sehr. Sag erst, wo gefällt dir das denn mit Nuhen wie das Notar? Also, mir würde das ja zu dröge. Allmann taublos Grundstücksangelegenheiten, ne? Ja. Ach was, da kommt zum Beispiel auch Lühe den Ehevertrag aufsetzen, damit der Later kein Streit gibt, falls sie sich mal trennen. Ach, Kick. Und wie das gut handeln, was dann alles in dem Vertrag so inschall, da kriegen sie dann all den ersten Strief, wa? Nee. Naja, romantisch geht anders, ne? Ja. Es ist irgendwie Müller-Wör, ne? Da haben die nix um uns Tausch drin, ne? Ja, sag jetzt, es ist Einstein. Woher willst du sagen? Das dann wohl wetten, hä? Ich dachte immer, sei besinnt, sie kommt nix. Ja, das sind Altersreflexe. Wie haben ja nix. In den Öller wär ich ein Mann. Wir sind mit blote Feute nach Schorle gegangen und der Klassiker, was wär das damals für Sommers? Man bloß hat da doch anständiges Wintersgeld, ne? Ja. So, Tante, ich muss los mit Later, ne? Einstein, hol die Stief. Ja, ja. Stief hier und Mimi hat lang nichts mehr, ne? Also Einstein, wie das, was wir hier so hüpfen, ne? Und noch wieder nicht. Oh, moin. Gute, bitte mit vier aufgedeckt. Lola, Aphrodite des Morgens. Keine Striebmacht kann den edlen Ritter so mitnehmen, er ist die Göttin der Nacht mit ihrem elfenleinen Körper. Die Göttin der Nacht hätt hütudage Prostituierte und edle Helden sei so gaut es nie Einstein. Eher dickliche Angestellte, die ihre Fuß nicht bedrehen wollen. Aber sag es doch mal, die kommen doch um das mit die Daumen, oder? Die meisten nicht, was glöst du, wo oft ich hör? Meine Fu versteigt mich nicht. Und dann sabbelt sie und buhlt. Ja, aber die anderen, die kommen doch nur wahrhaftig um das mit die Daumen, oder? Das ist Dienstleistung an die Fu. Die sollen schon froh sein, wenn ihre Kerls was lehrt wie mich. Ich kann Amateursportler nicht ab, die nach Semtanion-Ehe immer noch nichts können. Einstein, die Muddel, Tugendkuchen für den anderen Seite. So, da hast du erstmal bei Abad für einen halben Dach. Grenze? Noch flotter motivieren, das artet ja in Arbeit aus. So, Wicht. Schrieb man mit ob, ne? Ich träg mich nur in mein Studienzimmer drücke, ne? Ja. Was sagst du, in die Bademantel lässt ich ihn knipp, wa? Nee, den Frauenvogel fängt den Wurm und so weiter, ne? Ja, Prost. Wollt hey nicht endlich durchachten? Leute, um mein einfachen Bitken Tiet. Die kommt doch mal wieder. Ah, ja. Moin, Lola. Moin. Moin, Trude. Ist Gold, bitte. Ja. Wo war der Umsatz, Lola? Schatz, du hast recht. Zwei Geschäfte läuft immer. Bestattung und eben das. Moin, Einstein. Hier ist ein Bier.
Ist ja man gaut, dass nicht nur du wie du beiden hier den praktischen Teil erledigen musst, wa? Gute, für die will ich nur eine Hutnahme machen. Oh. Und der hat natürlich einen Sonderbries. Aber, Vorsicht, Käs es Icke mag die Frule, er hat verrückt. Du, ich überlege mir das. Ist gaut. Ist gaut, so ist das ist, Frule. Ich kann das hell gaut. Und wenn Bäcker nicht teilt, denke ich, dass ich für Money anschaffe, dann sind die so was von zahm. Ja. Und vertrau mir, das ist eine sichere Sache. Und dann noch guck ich die, was du wusst. Benny Mack, das ist Imme. Und wie die, das hundertste Mal, das uns sicheren Plan ist. Du bist vorletzte Wecken erst guten Knastkur. Alles vergessen. Und da habe ich graue Kontakte knüppelt. Das wird die Dörbruck, das zeig ich dir. Ja, den letzter Dörbruck, der hat die 3 Monate inbracht. Klaut ein E-Bike und finden Schalter nicht. Ja, das war einfach bloß Pech. Ja, und der Fördert hast 100 Rubbellose klaut und gibst du auch noch an die sündige Annahmestelle ab. Das war einfach nur Pech. Und da hatte ich auch noch fair gewinnen. Du bist aber leider kein Gewinner, Benny. Ich will einen Kerl, der immer Geld hat. Ja, und wenn wir beide dazu machen, Onkel Metz und Lola? Lang das ist Antwort, lock mich bloß in Ruhe. Mir wird Kinef ist traurig. Seid du etwa Wolken über das Paradies? Du schrei mich noch Sold in die Wund. Leibes Kummer in dat Öller ist nicht schön. Die wird noch klug kommen, wenn ich erst so wie ich bin. Ach, kick an! Use Benny! Ja, Benny, du bist ja bei Drohdotenkassen, wa? Sag jetzt mal, Dine Mann, wird sich ja nun bald freuen, wa? Aber was wusst du da nun machen? Hä? Wenn ich die big rum Sachen zu fatten kriege, gibt dann bald eine Riestüten. Mein Sister ist ein Nauärger mit dir hat. Moin, moin, du Sachenautschrude. Sech mal. Was hättest du denn nun, Alvea? Das Abblick ist so hart. Ich kämpfte Bitten. Und die Tände sind krumm und schief. Was ist das denn für eine Sorte? Du weißt du was, das ist ein Apfel für eine ganz besondere Sorte. Die hätte nämlich Melone. Eine Melone? Was hat mit den Vorlagen denn verkauft? Ich mach's da extra hinkommen und der hat gesagt, das ist ein fein Apfel. Ja, weg dafür hat er in der Vorlage denn hinkommen, wenn... Oh. Feine Gesellschaft, dass du dich vor die Polizei hast. Sag jetzt Maria, ja. Ich kann mich für die auch nicht schützen. Da mir eingefallen, lord du einfach die Lüge zu frieren, ja? Komm. Ja, hier steigt so ein Kleinkriminell und dort steigt so ein Zuhälter und so eine Prostata. Eine. Und ist die Nachwacht? Halt du einmal nichts Engeres mehr in. Brauch doch mal die Norm auf. Was denn du von Norm für die hat? Guck mal, Benny. Man nage, da ist halt noch so eine neue Jana. Man nimmt ein paar Jahre alt. Da kann das so eine Furie, so eine Ria werden. Verschwieg doch still, du. Ja, da mag ich mich nur besser gau und Pat. Guck mir Jana und Betten an. Obwohl, der ja für ein Doktor Rimpke betäfft, ist der Ratsch. Verdien mal noch Frau Ratsch, als Tau, dass du Land gewinnst. Also, Ria, mag wie Gott. Wenn Gift und Galle versprühen und halb vorhalten in der Welt gesetzt, aber sein, was wusst du? Meine Zeitschriften, so. Wo anders klebt der ja nicht. Ja, nur die hätte im Vorlage auch nicht. Ja, da ist die Paw Patrol. Da ist ja meine Paw Patrol. So. Sicher interessiert du das, wieso Klos wie ein Neid Auto hat? Nee, leider nicht. Und Wecker schwanger ist und wählt nicht von Weckern. Nee, leider nicht. Und was wie Fennemeyers und wie Patty Beckmann der löst für letzte Nacht. Nee, leider nicht. Dann deit du doch mal, ja, deit du nach, ja. Nee, leider nicht. Deite doch. Nee, deite nicht. Jede Wecken der Böse.
die beiden. Können Sie erst mal eben für mich hier die Stellung holen? Ich muss mal dringlich noch eine Bank was abklären. Ja, doch. Und danke, dass du tust heute. Das ist ja nicht selbstverständlich, Billy Job. Ach, weißt du, Lola, wir kümmern uns doch beide um das leibliche Wohlfühlen der Menschen. Also heu wieder hock zu hoppe, nicht? Wie nie kriegen sie was zu essen, zu trinken und alles und so, und wie die kriegen sie was anderes. Ja. Ne? Also, heute fuchtig, ich beirre mich auch, ne? Ja. Weiter. Mit Later. Und Later. Eins fein abschrieben. Ja, mag ich. Ja. Gott, die bloße Ärger. Wirke spießig, Lüge, fällt überall. Hätt wie von Tage noch Sondertermine? Ne, von Nachmittag hast du frei. Den Kerl, den du immer verkloppen musst, aber wo hätt den noch? Lukas Wilke? Nee. Hier, der Gerf Martin, den wir nicht. Gerf Absicht, der hat doch noch den Rücken verlassen worden. Wie kommen? Kriegst du bitte auf? Paar Treppen noch. So, das ist Trudes Kiosk. Ja, ist das in einer Augenweide? Ich will nicht voll sagen, aber das ist der kulturelle Mittelpunkt von Usenkiez, ja? Und was mich besonders freut, ja, das ist, dass fremde LÜSG hier unbedingt hin wird und sich für diesen Platz interessiert. Also, kicke die Türme, ich warte so lange, nicht? Ja. Ja, besten Dank, Rob. Ja, bitte. Ich hol da vor lauter Freude, gist noch gut. Herr Macher, was holst du davon? Was sagst du, Tau? Ja, gaut verstellbar. Wenn man diesen ganzen verkommenen Mess hier vorne weglädt, dann würde er einen anständigen Parkplatz für den Fördersten wohnen, nicht? Ach so. Ja, und die inneren Grundstücke Hepsal? Ach, sieht Jorn ja mal, ja. Diese olle Stude, senile. Wigmende natürlich. Er leider Fulltaufrau verstorbener Onkel? Genau, da wollte ich auch hören. Die wollte dir irgendwelchen Sünderborn-Grund nicht gut geben, nicht? Ja, er hat mir was vertellt, wenn. Ja, moralische Verpflichtungen, die Anwohnerskehren, oder, ne? Ja, ja, Onkel Wilhelm, der hatte manchmal so sentimentale Anwandlungen. Diese verlodderte Kiosk, der was der lieben, der den ganzen Kiez hier zu Horke hört, hätte immer sächt, ne? Ja, liebe Scout, schmähr ich nach, sind das hier ja auch Valut, ne? Ja, und ob die ganzen Lühe hier sind so schmierig. Ein Moment mal, hab ich das just richtig gehört? Hier ist nicht eine schmierig. Und Alfred wird die auch nichts, ist das klar? So. Also das bestimmt ja wohl der Besitzer. Und der bin ich ja nun. Aber nicht mehr lange. Herr Macher hier interessiert sich für das Grundstück und will dich gern so ein bisschen städtebaulich voranbringen. Just so ist. Wenn der Macher noch ein paar Beleidigungen geruht auf, dann will ich im Körper nicht voranbringen. Dann fiel ich den Kopf in den engen Magen her. Moment mal, ist doch noch gar nichts passiert. Und Bruder hätte ja wohl auch noch ein Wort mit zu kriegen. Also Lola, wenn ich das wüsste, dann wäre du in mein Taxi sind, dann habe ich die noch Sibirien führen. Ja. Da ist das Bauland auch fix günstig, ne? Pflichte Scheimann das ganze Viertel hier dahin verlegen. Dann können die dann die Fettiggrad und an Null können die einen bisschen noch einen Kiosk-Lümmel lummern. Der Onkel hätte das sicherlich vererbt, bloß damit sie das an nächstbesten versterbelt. Sei schon, sich was schlimm. Ach, das mag ich dann in mein Ferienhus auf Marbella. Während ich meinen Cocktail schlürfe, nicht, Jungfrau? Sag mal, ist denn von da gewählt? Mischt das da? Erst die Ria Ratsch und nun diese Vogel hier. Moin! Moin! Wo ist denn Tante Trude? Ich hab da just was Gediegenes auf dem Tisch kriegen. Der ist Kopf noch die Wand. Magst du hier wieder? Ich soll nur besser Metz wegbringen. Die Mottkine wegbringen. Man, die muss doch nicht in die Rage bringen. Aber nie muss man nur Hus bringen. Komm mal. Ja, das sei doch.
Sebastian. Nee, moin. Ja, moin. Du, da wir es eben die Bildzeitung, dann bruch ich mir einen Playboy. Das, ne? Und das Rätselheft. Ja. Und dann ob Düssen steckt, nicht? Da ist mir noch ein Dubbelbrotsche, ja. Dubbelkorn, Harald, du bist Taxifahrer. Ach nee, das sagst du jedes Mal. Das pack ich doch so müssen. Da ist mir noch Pfefferminzbomb im Gebiet, ja. Zählen 50, ne? Hier, stimmt so. Ja. Rest habe ich nicht wie die Kundschaft her. Aber sag mal, was sind das da für fremde Lühe? Die da? Ja. Das ist die Erwin für den alten Wilmer. Und so ein Immobilienei. Die wird den Kiosk hier abreißen. Die gehört bloß für Marbella in Spanien und für den Städtebau. Darum also. Mir ist just ein Vorvertrag auf der Spur. Die heißt das aber Ilex. Wait, Tante Bruder das an? Prost. Nee, das hätte er das hätte brechen, wenn sie das mit an sein wollte. Also, ich mach nur wieder, ne? Ja. Ich lade an, Ile. Ich bringe ja das vorsichtig wieder. Ja, ciao, ja. Einen Moment. Wo will sie dann mal hin? Ich kenne doch, sagt er, wie auch wer mit Trüge führt. Sie kriegen das Teufel ja auch mal anständig bezahlt, nicht? Beholt sie ihr Geld. Wecke weit, wecke sei das abknöpft. So gelühe es sei, ja? Die Vögel höchstens bei noch Bahnhof. Also, ciao. Also, das ist doch lachhaft. Wenn sie denn mit solchen kindischen Aktionen könnt sie ihr Kaputt holen? Nee, das nicht. Aber nee. Ich helfe zumindest nicht, Tobi. Auf nimmer Wiedersehen. Ciao. Taktisch, Freunde. Und wenn halt. Sagen Sie, kann man mir auch mal einen Kaffee kriegen, den nicht nur Spoilwater schmecken darf? Ja, also wenn man so nett und freundlich fragt, spuck ich doch nicht mal drin. Gott. Das ist ja mal. Also, Zucker ist das nicht. Wettet Sie was? Komm mit Mann. Ich kenne das von Hohenwein, nicht? Das ist die soziale Unterschicht, ja? Ja, ja. Wettet sehr wie Gott nur erstes Mal woändert, was Frühstücken, ja? Und later nimmt wieder Mienwagen, nicht? Ja, das und ist eine graue Idee. Boah, wo mir diese Armaut hier anwidert, oder? Wettet sehr dann mal. Unmögliche Backvolk. Hast du in der Welt Innenraum, da ist so knallt in achten Hut. Oder so ehrlich. Was sagst du, Tusenbesorg Einstein? Ja, dumme, obdringliche Lühe. Der habt doch versorgt, mit Kleingeld Tauto stecken. Sei gut, er ist ein Bettler. Nee. Ich krieg die Burg und die Cosmopolitan. Ist mein Paket endlich angekommen? Ihn bitte, wäre schön. Und nicht einfach so vordrängeln, noch besser, ne? Die Jörg, noch die Eile, ist nicht flott genau für das normale Öller, was du all in Hand wird. Ich bin aber jung. Ja, bliffst du nicht? Ich bin schön. Ja, das bliffst du auch nicht. Ja, das bliffst du auch nicht. Irgendwas, was ich bliff, tüdeliger Ollermann. Ja, Dörsig. Du bliffst Dörsig. Und du wirst wohl vor gar nicht lange Zeit tot werden. Ja, und diese helle Zeit wirst du dann noch arbeiten müssen, ne? Jana, ich zeig dir überall. Da süßt du mal, wo doch die Polizei mit die galt. Einstein, wer? Eine rhetorische Frage? Alkoholfrei. Laktosefrei, bitte. Musst du nicht veräppeln? Ja, wer hilft denn damit anfangen? Alkoholfreies Bier, es ist Porno im Radio. Okay, na.
meine Tante so verscherbelt. Doch seit nix bin, wat ich Kottdorner nicht an die bewundern kund. Aber bloß, wie man super tankt, wenn guten Mofa noch lange kein Motorrad, ne? Hast du Stil, hast du auch Neider. Und ab Zirke Wurntrampel, es du in so ein stinkendes Nest hier hängen bliebet, liegt daran, dass die keine Strategie hat. Ja, ich habe eine Strategie und ich bringe ihr Ruth. Ja. Gib Benny noch ein Bär, dann kann er sich sein Lebenwetter schön trinken. Irgendein Lieblingsbär, Benny? Ja, immer das nächste. Ja. Benny, kennst du den Plural für ein Bier? Den was? Den Mehrteil, Benny. Ja, auch Bier natürlich, ne? Falsch, das ist Kiste Bier. Sag mal, Benny, was findest du bloß an Jana? Die denkt, sie ist eine Prinzessin. Dabei ist sie bloß ein flatterhaftigen Puppen. Sie weiß aber, was sie will. Und das Ängstlichste ist ja, dass sie nicht weit ist, dass, ja, dass sie mir will, ne? Ja. Aber wie jede Gelegenheit hört sie die eine glorreiche Vergangenheit für. Ich glaub, du musst dein Leben ein bisschen ändern. Ja, du hast recht. Ich darf mich einfach nicht mehr erwischen, lassen. Kannst du das nicht mal mit ehrlicher Arbeit versuchen? Du hast ja keine Ahnung von Familienehre und Tradition. Gib dir meinen Onkel an, der ist ein Bass. Ja. Metz wäre aber auch noch nie im Knast. Und mit Lola hätte wir eine Partnerin, die das Geschäft von ganzem Herzen mitkriegt. Ja, da will ich geschäftlich auch hinkommen. Darum hätte ich ja noch so eine Partnerschaft verschlossen. Sech! Und diese Chance hätte sie nicht wahrgenommen. Da verstor mal einer die Folie. Ja, du, da habe ich eine Idee, ja, Nele. Du willst nicht morgen, wenn das nicht auch was für die? Sag das Antwort, doch die Klose. Mann! Das war doch bloß ein Vorschlag für eine geschäftliche Kooperation. Noch eins, auf sowas Verrücktes essen Alkohol draus. Das erste Bier, das löscht den Durst. Das zweite Bier, das macht mich froh. Ja, und noch drei Bier mag ich immer wieder so. Wir stellen keine Fragen, wir verstehen. So, Tudo, und ich säge die Mensch, das ist doch was im Busch. Wenn die Nichte von den neuen Wilma hier abgrüßen deit, dann heft das was doch bedüben. Du, die was in der Schau, die immer schon so klaug und so sabbelig, dann heft sie immer so rundesabbert, hier liebt die ganze Stadt da immer runter. Ja, ja, ja. Und sie war auch die eine allerbeste Freundin, ne? Ja, du Tante! Tante, da bist du ja. Ja. Ja, also, ich muss dir was sagen. Ich glaube, das kannst du sporen. Ich weiß all Bescheid, ja, ich glaube, weil Erna Wilma kündigt sich ja an, es von Schworen ohne Wehr doch. Ja. Die auf der Bank wüssten auch all Bescheid, das wüssten sie. Wieso, was ist denn passiert? Die Orle Wilma ist gestorben und heft das Grundstück hier, heft die sie eine Nichte vererbet. Und die will das nun verkaufen, weil sie sich mit den Mirabellen auf dem Marabella da. Die will sich um alle Fälle, will die sich irgendwo einen Fall leer machen. Ne? Ja, du, dann kommst du das doch. Ach, Junge. Den einen verlangt das doch einen astronomischen Preis. Ja, und den anderen? Der Midi-Bank nicht erst mal die Hälfte pumpen. Ja, weißt du, was ich da mir sehe? Ich habe keine Sicherheiten, hab die sehe. Jawohl, meine Bude hier, die tält ja nix. Und meine ganzen Bankunterlagen haben mit geschnürt. Die Auszüge wollen sie nicht sein, haben sie alles in diesen Kassen. Und dann hier, die Bierdeckels habe ich alle mitgebracht. Und das ist doch Gottes sehen, bares Geld. Irgendwann bezahlt die ja wohl. Ne? Ihr habt einfach gesagt, keine Sicherheiten, kein Geld, kannst mir gehen. Ja. Ja, Banker sind Lühe, ne? Die lernen die wie Sündschien, Banker sind Lühe, die lernen die wie Sündschien, einen Regenschirmut und will den just wer drüber haben, wenn es anfängt zu regnen. Ja, also, sie werden hier und haben allen Aasgeier
Derby. Oh ne. Die heftet ja bald pannig, Ilich, wa? Oh ja. Gott, ne. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, mich. Wo schafft dein Hen? Ja, die ganze Leben habe ich hier taue gebracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst ihn mit den Schnäuzen. Oh ne, nicht in die Rutsche. Jede Bazillus braucht man so mit Taschen, da habe ich auch. Bislang, der dein Grundstück, ja bloß, ob der Wilma umschreppen wird. Ich muss nur so ein Bieletchen aber auch mal wert drücken, ne? Der Chef. Ja, ja. Mit ja, ja. Ab und an muss ich auch arbeiten, nicht immer hier. Ah, ne? Welche Richtung gehst du? Dann in die Ennerde. Einstein, wo sitzt dein Hut? Warte! Doch leber ein Bier. Bin ich dreckig oder hab ich Durst? Du hast Durst. Ich geb mir mal noch ein Buddel von Heimweg, ne? Du sag mal, ein Kamel, das kann der Teil da gelaufen, ohne Water zu suchen, ne? Und du schaffst es nicht mal von hier mit noch Klo. Du pieselst doch immer wie nur Ria, Ria. Ist gut. Hier noch mal. Du sag es mal, ich hef lessen in der Zeitschrift lesen. Dass wie in unsere leeren Schnachens um die 100 Flächen verschlucken dauert, weil unser Mund ja immer lösen steigt. Echt? Ja. Wo hast du denn mit mir zu tun? Du, pass auf, ich denke, dass du so diese Flächen kommst. Weil du ja auch an das dann wohl nicht dichte deist, ne? Du sag mal, wohnt die Döskopf nicht, wohnt die nicht durch Achten? Das ist kein Döskopf. Der ist man bloß so ein bisschen durch den Wind. Weißt du was? Lord den einfach ein bisschen tiet. Du kiesel doch für die Nuss. Komm, geht es euch, ich kann nicht genau sein, positiv. Ja, aber besser ist die Piesel dann die in Hus, als wenn ihr hier bei mir pieselt. Du sag mal, Trude, der wirkt doch innigen ganz normal, ne? Ja. Also mein Kerl, der wüsste ja auch nicht, wo sie du Huse wär. Doch, ja, das wüsste die ganz genau. Menze? Deswegen heft ihr auch immer einen großen Bogen um die Huse machen. Schwarz legt ihr immer in Welle, dann hab ich immer sie in der Hand. Mach es auch was anderes, mal sie in Faust und so. Ja, aber ja. Immer legt ihr immer in Welle. Ist glaubt, mehr will ich gar nicht wetten. Moin, Trude. Ach. Moin. Wo geht die das? Ach, Herr Labesse, kämpfen ein bisschen in den Rücken. Du, pass mal auf. Meine Kollegen und ich, wir haben beschlossen, diese Immobilienhaie, diese Goldgräber, nirgendwo mehr hinzuführen, ja? Ach, Harald, das ist echt nett, wenn du, aber du, die mag doch nichts Ungesetzliches. Nee, pass auf. Nicht alles, was rechts ist, ist auch recht, ja? Verstehst du? Nee, das verstehe ich nicht. Ja, das ist mir klar. Pass mal auf, ja. Wenn man was erzählt, was wo ist, ja. Kann das zum Beispiel nicht vorwählen, dass man das drin erzählt, ja? Nee, das wird immer komplizierter, das verstehe ich nicht, nee. Aber Bier? Ja, nee, da habe ich mal Lücken. Lücke Bier? Ja. Was wird sei dann hier? Noch ein paar Lüder hätte und rein? Sind sei eigentlich ein Taxifahrer oder ein Rümpfsteher? Also. Sich mal eher nach. Was hört man denn für Sachen, Fendi? Du sagst, all der Rümme, du. Also, wenn du eine was hört, Ria, dann ja sicher du. Ja, ich hab gerade Ohren. Ja. Lange nicht sehen und nix verpasst. Nee, ne? Nee, gar nichts verpasst. Sag jetzt mal, Irna, ich hab gehört, du wirst verdammt einmal hier. Ja, aber ich wollte ja noch mal persönlich mit die Kühen, ne? Kick, es war ein bisschen kompliziert, hier hinzukommen, weil Düsse nette her, seine ganzen Kollegen gegen mich uppehisset hef. Tja, aber du hast ja auch so herfuhren, ne? Ja, Herr Macher hef mi bracht, ne? Ja, du scheint ja einiges für die zu machen, ne? Weißt du, Ria, das gibt so ein Mannslühe, der dauert alles für eine Frau. Mhm.
Und dann gibt das man's Lühe, der die kennt. Und der, der dauert dann gar nichts mehr für eine Frau. Du schwieg bloß stille, du! Mir Kerl, die haben noch eine ganze Masse von Midon. Wenn ihr nicht so Frau Pornos geworden wär, dann hat doch noch mit Kindern hier geklappt. Wir ja noch ganz voll übend und so. Pass mal auf, Ria. Nee, pack mich nicht an. Die Frau dort verdient man nicht, das war mit Sicherheit eine attraktive Alternative. Oh, du fängst doch nicht. Wie kann die so verzengen? Ja, das verstolz auch nicht. Harald und Schemdi, wat? Ja, Trude ist ja ein Gau. Ja. Aber so, Ria, so ein Gehörsturz, ne? Hat mal Masse wiederholt. Du kannst auch nichts reinkriegen. So, also, Trude. Du weißt ja, dass die Pachtvertrag ist hier. Trude, ja. Ja, wenn Ria fertig ist, ja, ich bin mit Fußpilz, wenn sie heute im Sofa. Will ich schon mit der Vollkorbogen Oberhau erleben. So. Also, ich werde das Grundstück verkaufen. Du weißt ja, dass der Pachtvertrag für das Grundstück gut läuft. Ich verkaufe das an Herrn Macher. Erna, du weißt ganz genau. Du weißt ganz genau, die Onkel, die hat das nicht so wollt. Da sind fein Stammkunden hier wie mir. Hat gerne mit denen Kaffee drücken und alt und so. Ja, die wollen das nicht. Hey, heft das in sein Testament, aber nicht so fasselig. Ich werde das also verkaufen, um in Zukunft auf Marbella zu leben. Das war's all immer mein Traum. Ach nee, die Insel von den Riten und von den Schönen? Yes, so ist das. Ja, du ohne bloß Riegheit, ok? Ach, weißt du, Ria? Wenn man lieb ist, nicht? Dann kann man ja wann egal auch schön werden. Aber du kannst noch so viel Geld haben, das klappt mit dir nicht. Und wie lieb kann ich dann auch Akte der Hohen Söhnes antackern? Du kannst es ja probieren. Sag jetzt mal, Erna. Das ist hier doch der Treffpunkt für unseren Kiez. Ja, musst du die Lüder das hier wirklich nennen? Also, mi geht hat ja nicht es um mi allein. Aber die anderen kannst du auch nicht einfach alles wegnehmen. Also, Trude, nun mal ganz ehrlich. Wecke will, das geht's denn hier fehlen. Mi? Im Kiosk, ja, die vielleicht. Ria, weil sie ihre Geschichte nicht mehr lös wird. Oder den Herrn Taxiführer, weil er in Taukunft nüchtern führen muss. Also, so ist das nicht, Erna. Oder vielleicht noch dessen Zuhälter mit Sine. Wer hätte Lola und helfen hätte? Doch, wo mit die, man bloß, dass die Kohle schwarze Klumpen sind. Hause! Hause! Also, ich wollte ja keinen einen persönlich zu Nord drehen, nicht? Ach nee, gediegen, das hat sich aber meist so anhört, ne? Was tut das denn hier so lange, Frau Wilmer? Also, Wetterste, ich kenne den meisten von Kindesbein an, nicht? Doch überführt man den nicht einfach so. Nee, das hättest du so gefühlvoll und so sensibel, mag ich ja, ganz ja. Toll. Ja, irgendwann vor uns an Schlachter Bergmann, die ein Hackebier denken. Die sind hier aber auch empfindlich. Und wann sind die du dann bei dir endlich Blut? Ja, doch, erst du erzähl das ja mal kurz, nicht? Könnt ihr vor uns machen, du willst einfach dran machen. Ja, also bei mir ja nicht, ne? Trude, ist wie verdammtes Paket endlich. Hier ist Jana, dann hat doch vor zu berechnen einen Boden geschickt. Du, oder da würden Pfleger an den Himmel kommen, mit dem Banner da achter, Zalando für die Jana, die Shopping Queen von Trudes Bude. Fertig, witzig. Ja, wir kommen. Oh, ein junge Mensch, was sieht nichts gefallen dort und dort. Ja, sie wird das noch mal wie bringen, wa? Dort können sie sich auf verloren her. Arnold Macker. Ich würde das Schmuddeleck hier. Würde ein Vorzeigeprojekt machen, nicht? Ja, und ich seid noch ein, der mir hier so ein bisschen taude Hand galt, Frau. Ja, na schön, ja.
Und dann noch? Ja, schön, ja. Rettet sie. Mein Unternehmen, das arbeitet in ganz Deutschland, nicht? Und wenn sie Ehrgeiz habt und nicht zimperlich sind, nicht? Dann könnt sie das bei mir was bringen, nicht? Klingt gut, Herr Macher. Ja, wettet sie, raubet sie mir mal verloren an, nicht? Und dann können wir dann in Hotel vielleicht so ein bisschen was zu Hause essen, ja? Und dann können wir alles in Ruhe bekören, nicht? Ja? Ja. Simon, dann, mit Later, Herr Macher. Ach, säget sie mal einfach Arnold, Tommy, nicht? Bei mir gelten flache Hierarchien, nicht? Ja, wie seid das, Arnold? Ja, tschö. Ja. Tschüss. Ja. Jana! Ich muss die... Einfach unten wegkommen, Benny. Wie spät nicht mehr in eine liegen? Ja, was ist denn mit Dales? So lange ist es aus nie noch dringend. Benny, sei öfter Teamwesset und spät nur für den Gegner, ja? Benny, ich hab was mit dir zu beschnacken. Ich glaube, ich hab einen Job für dich. Kann ich mit die Tau hören? Aber bitte nichts Anständiges, ja? Du schaust endlich aufhören mit deiner neuen Gangster-Fantasie. Du schaust ein anständiges Leben anfangen. So SD oder was? Nee, oh, Benny, er ist anständig sein, ja? So. Vorsichtig. Anständig. Also, Erna, komm jetzt her. Ja, wo stellst du dir das Ganze hier dann nur so vor? Also, ich werde natürlich für jeden Monat den Ehrgutgeist eine Abfindung bezahlen. Das ist ja wohl klar. Ja, aber sag jetzt, Erna, ich muss doch erst mein ganzes Pferd hier verkaufen können und mal. Ach, wettet sie was? Ich kauf er diesen ganzen Schund ab. Schund? Natürlich Tom Ika. Oh, I-I-A? Will den Esel kaufen? Dann muss ich doch in den Zoo. Die kann doch nicht hier mit dem Esel für den Esel glauben. Und wenn ihr nur einen Zoo führt, nehmt ihr die mit. Ika, das hätte Inkopfspries, jawohl, Inkopfspries. Ja, sicher. Weißt du was? Ich will doch auch noch was wie Rutschlorn, wenn ihr das hier alles so kauft. Nee. Weißt du was? So, Leute, ich nehme auf gar keinen Fall in. Nee, ich bliebe damit hier Bett an, letzten Tag, jawohl, da könntest du sich mein Tau verloren, dann könntest du, ja? Das wird nur sein. Du, weil ich mir jetzt Gott entschuldigt, was zu voll ist, ist zu voll. Ich brauche ein Füßchen in eine Pause. Ja. Wenn ich das, die ganze Diet habe ich überlegt, woher ich das nur schmierle. Was meinst du, Lola? Wer kann meinst du, Lola? Ich bin ganz Ohr. Ist ein Gaut, Leute, Later drüber hören. Oh, ein Flummensch, was erstes Later drüber hören will, ja. Und du gehörst nicht mit, er? Du gehörst nicht über, er? Du gehörst auch nicht mit Lüde über, er? Hast du mich verstanden? Gauke, Lola. Verdammt nochmal! Herr Herzen, was vorbild? Legen Sie nicht mit Metz und Co. an, ja? Metz und Co.? Galt das doch, Benny? Ja, ich finde, das hört sich gefährlich an. Was ja auch eine Idee. Können wir uns alle mal wieder ein bisschen beruhigen? Ich will hier doch auf keinen Enten noch drehen. Ja? Hört sie mal, sei will bloß den ganzen Kiez im Mittelpunkt nehmen, ja? Ach, bitte? Das mag ja wohl Frau Wilma, wa? Ich bin doch bloß die Käufer, die hier mit dem Schmuddeleck wie was Anständiges machen will, nicht? Ach, so ist das. Ich bin also der Läge, der hier das Licht gut knipset. Und dann kommt die feine Macher und baut hier einen Klotz für eine Eigentumswohnung hin, oder was? Just, so ist das nämlich, nicht? Ja, und... Vielleicht eine Korpel zählt dann ja auch alle zu Hause, feine Wohnung und dünn, feine kommodige Eck, wenn dann mal fertig ist, ne? Und dann wohnt die dann mit an ihr Lebensende hier. Ja? Ist doch fein. Nicht? So, und nicht so. Wenn sie nicht gestorben sind,
Wecker kann sich das denn bitte mit normaler Arbeit leisten? Oh ja, Wecker und einige von uns da gerade doch fix in Rügel, ne? Woher machst du das denn, Wetten? Hörst du ein Fahrrad, musst du zunächst erst in die Ketten umlegen. Du, da wollte ich mich von dir nicht sehen, Leute. Ich war früher ein richtig wildes Luder. Ja! Die Bälle kriegt ihr nie belästigt. Dann kriegt die mal Nüsse meine an, die Unkraut. Wir hätten einen mehr Kerl sehen als den Bundestrainer Hansi Flicky Flick Sonnenberg. Wer kann helfen, du bei den Rücken? Wettet sie was, Frau Wille? Ja. Wie gut nur ist es wäre, nicht? Ja. Das schimpft mir so, als wenn sich diese Sache hier nicht so gerne erledigt. Es sei mir dann eben tausend, ne? Also, doch, Luke, Sie sich keine Sorgen machen, das mit dem Kiosk, das kriege ich wohl hin. Das will ich versehen auch mal hoffen, ne? Kein Problem. Und das können Sie sich mal bei ja anders mal entstecken, ja? Das passiert nicht. Ja, das will mir es geben. Ja. Also, Lü, wir können uns das doch nicht gefallen lassen. Was? Nee, auf keinen Fall. Die möchte zusammenholen, die ganze Kiez. So. Also, ich mag eins mit. Ihr würdet sogar nicht lang nichts anstellen, wenn das hält. Oh. Oh. Wo ist denn Tante Trude? Ihr Glas ist noch nicht alles verloren. Ich habe interessante Informationen. Ihr kriegt an. Nee, Heik Ock. Meister geht zur Feuer verrollen. Ja. Ja, nun also Rute mit. Tau. Komm dichter zusammen, wollt ihr nicht jede eine hier mitkriegen, ne? Ja. Ja. Und so. Taukikas können wir noch einen Blick auch nicht buchen. Bist du dann so weit? Ja. Alfred Kolonne, Pferderge, Erdarbeiten, Dreidage. Ach, und viel Blut, wer kann denn düst alle Kaff für die ganzen Genehmigungen tauschständig ist, nicht? Na, wahrscheinlich das Bauamt, denke ich doch. Ja, das werde ich ja auch was Summes, nicht? Doch verbruch ich die ja nun wohl auch nicht. Ich will wetten, wer kann das genau auf dem Tisch kriegen, ja? Wer kann das ist, was er so macht, wo er wohnt, auf dem Schuldenheft, auf dem Verlierer ist, irgendwelcher sünderbaren Hobbys, also was. Auf eine Ruhe ist, warum er mit man das denn eins weg? Das wird die mal vertellen. Wenn ich die Schwachstelle von ihm dann kenne, nicht? Dann führe ich mit dem Betttown Abgrund hin. Ja? Und later dann gebe ich ihm die Hände und trecken wir so ein bisschen hoch, nicht? Wenn hey dafür, ja, aber lästige Bestimmungen hinwechselt, ne? Und so ein bisschen Tempo machen, da wie die Genehmigung. Verstehst du? Arnold, ich lehre jeden Tag von dir. Ja. Weißt du? Die Puffbesorgung für einen braven Angestellten, die kostet mir 200 Euro, ja? Ach daran, die Lücke Erinnerung, ne, ist Beweis und mit Bild und so, ne, das spart mir Dutzende von Euros. Öffne mir das. Also. Aber, woher weißt du, ob er dicht holt? Ha! Woher wird hey dann bald, dass ich dich da hole, hä? Angst ist ein bannig gaue Druckmittel. Löf mir da. Also, viel Ruhe weckern nur für was Tauschständiges, ja? Fick die Schwachstelle.
Also, ich sollte mir meine Gäste immer noch zimmes tun. Und eins ist sicher, selbst wird er nicht taugen. Ach, Trude, ist doch kein einer da. Was mag das all, wenn ich meine Sachen hier auf dem Tisch leg? Sag es mal, Jana. Sieht Gunnar, lob denn das arme, dumme Rind den Schlechter von Sümmes auf der Schlechtbank, hä? Aber, liebste Trude doch. Versäg immer noch Frau Krämer. Liebste Frau Krämer. Versäg bloß Frau Krämer. Frau Krämer. Frau Krämer. Hört mit sein nicht. Das ist doch wenn ich wer komme, sie hier weg und anders lehr ich mich mal von den netten Siete kennen. Also dann gibt es doch wohl nicht. Kenn doch mal, du. Doch, die Menschen in düssen Kiez hier, die sind konsequent. Tja, ich nenn das stur. Sie mag mich ja nun nicht mögen, ne? Dein Sorg nicht. Ja, aber hören magst du doch wohl mit mir. Mütze nicht. Ja, aber so kommt sie doch überhaupt nicht wieder. Na, dann lauten sie doch die Wilmersche die ganze Drecksarbeit machen. Die will das Geld für das Grundstück haben, dann scheu sie auch was dafür down. Jana, kehr nochmal. Auch ich lehre noch jeden Tag was zu tau. Mensch nochmal. Weißt du was? Nun lotus man erst das Frühstücken gehen und dann können wir noch alles in Ruhe hören, ne? Mag wie das erste hier wäre schier. Ich helfe dir auch mal ein bisschen. Ja, ich bin ja auch mal Gentleman, ne? Ja, richtigen Gentleman. Ein richtigen Gentleman. Kickst du mal. Das kann auch mal für die Dern. Ja. Das ist was. Komm mal voran, ja, komm mal. Ja, komm mal voran. Ja. So läuft dann wieder der Gaut. Moin, wie weh? Moin! Gibst du mir bitte wie ein Vierarm gedeckt? Klar! Also. Deine Arbeitstiten würden mich kaputt machen. Mann, wenn ich niemals über den Weg lauf und du wer auf dem Heimweg bist, bin ich wer neidisch. Und mir würde das kaputt machen, den ganzen Tag an den Schreibtisch zu hocken. Ich brauch Bewegung. Bewegung? Bewegung ist ja genug in diesem Beruf. Rhythmische Sportgymnastik im Duett. Moin! Wir schicken ja Dackes an Brock. Du merkst das an die Sünde, die aufgeheilt, oder? Nee, die Buddels sind wir leer. Ja? Und will wie vielleicht immer ein Tastei? Wenn ich ein Ballettröckchen trägen darf und einen englischen Akzent hätten, ihn der. Ja. Aber Tee wäre Tischchen nur mal gesund. Bloß, wenn sie so lange Ruck abgeben darf, bis die Teegeschmack weg ist. Ja. Dann mag ich das. Wahrscheinlich wäre dein Körper Flüssigkeiten ans Alkohol vorz abtöten. Moin! Na, wo ist mit die? Musst du mehr Bär trinken oder was? Nee, muss ich nicht. Ich mag das freiwillig. Also kann und wirklich komm bitte hier nicht mehr zu sein. Ja, keine Bange. Ich vertell niemanden, dass ich die hier droppen werde. Ne? Oh. Dann schau sie doch einfach nicht mehr um mich kümmern. Warum steigst du denn den ganzen Tag hier an Kiosk rümmel? Weil es mit Trude keine Steuern gibt? Ja. Moin Einstein! Moin! Ja, alles fit? Moin Nele! Moin! Ja, mir noch eben die Bildzeitung? Ja! Und dann da jetzt mit dem Playboy, aber die neue Ausgabe, ne? Letztes Mal lassen wir die Ohren durch, ne? Die Frühe kenne ich doch alle! So,
So, und dann da ist mir noch einen doppelten Rotte, ja? Bitte. Dubbelkorn, Harald, du bist immer noch Taxifahrer. Ach, da vertellst du doch jedes Mal, da war ich doch langsam so müssen. Ja. Da, aber weißt du, jeden Morgen zwei Lücke in mein Hirn, ne? Dann schaltet das auf Automatik immer. Ja? Just als mein Auto. Wenn ich das nicht daue, dann gebe ich dir lieblos ehrliche Antworten. Und das will ich doch nicht, ne? Ja, ehrlich fährt am längsten, ne? Das hätt Wert. Was? Das hätt ehrlich Wert am längsten. Einstein hat recht. Mein Kollege Lothar Ehrlich führt am längsten. Ja, eine lange Fahrt wird endlich kommen, ne? Wenn die beiden Spinner hören, die können mich nicht verkaufen. Da sind die wie mir genau an die richtige Adresse, du. Ach Ria, wir konnten doch wirklich nicht ahnen, dass du das eine Mal begriffst. Ich bin ja nicht doof, nicht immer doof. Nee. Mann ist mal neckig auf dem Bett, genau. Ja. Moin. Moin. Nee, geht nicht schön. Mann, Schlamm. Nee, geht nicht schön, du heißes Luder. Ja, verdien wir noch Frau Rat, ne? Pack es mal an. Das ist chinesisches Seidenpolyester. Weißt du, ich kick doch immer Hausfrau-TV, ne? Und da haben die so ein tolles Angebot, so ein Dreierpack mit Schöppen. Und wenn du Gavit mit anrauben wirst, dann kriegst du das Dreierpack und dann buchtest du bloß 6 € bezahlen. Da musst ich doch vor ins Tau grieben. Du, der hätt noch Brust-OP und da unten kannst du Ocken mitgebracht und dann hier so. Ria, du musst mal atmen, Tischkind. Ja, tu ich doch. Das ist mir doch hell und hell egal, was dir Latten kostet. Oder glaubst du, dass ich Söcke bestellt? Ne, das glaub ich nicht. Denn wo du lauer Kott oder Land hinkommst, da spielst du nämlich die Klamotten stellt. Da kommst du nämlich in diesen Kanast. Mag er nicht immer so fruchtig? Vielleicht im Brug wäre noch. Ja, es allerletzte Waffen, wenn gar nichts mehr helfet. Nach dem Motto Ria, sammel den Macher im Koma. Also wie nie würde das wirken. Ehe mir Ärgesabbel furchtig mache, werg erst Mäue, dann krieg ich das Huhlen und zuletzt will ich mich bloß noch besuchen. Ja. Prost. Dann soll Tante Trude den Rat vielleicht der ist Umsatzbeschleunigerin entstellen. Moin, Torpe. Also, Lühe, kann ich mal Taulus sagen? Ich brauche noch einige Angaben für mein Grüßworträtsel. Mir fehlt ja noch so einiges. Ich komme einfach nicht wieder. Ich brauche noch Habsucht mit Verbuchstaben. Hier. Oh, also? Einstein, prima, da passt es. Dann brauche ich noch Abhandsein eines Organs. Detail Buchstaben waagerecht. Herzlosigkeit. Das ist doch voll. Du, das passet. Dann fehlt mir noch Fehlen von moralischer Verantwortung. Elf Buchstaben senkrecht. Und die erste, das ist ein G. Ja, ich will gewissenlos. Hell, was komisch. Ich heft das all verstorben. Das bezweifle ich ernsthaft. Kann ich einen Kaffee haben? Also, obwohl wir ja einfache Lüse sind, ne? Kennen wir doch das spezielle Zauberwort, was das in dieser Situation buchen wird. Kennst du das Wort auch? Ja, das kenn ich wohl. Also, ich brauche noch höfliches Ansinnen um eine Gefälligkeit. 4 Buchstaben. Kann ich dann wohl bitte eine Tasse Kaffee haben? Also, das ist so. Hier steht die Geschäftsleitung unseres traditionsreichen Familienunternehmens hat es sich seit Generationen auf die Fahnen geschrieben, nur Transaktionen mit Person oder Firmen zu tätigen. Ach, hier.
Ja, die mit den moralischen Grundsätzen dieses Hauses vereinbar sind. Bitte was? Also dann hätt kein Tude Kobi für böse Lü. So. Also, ich bin doch kein bösen Menschchen, bloß weil ich ein Grundstück verkorben will. Ja. Sie stammt von hier und wettet, dass sich hier sind ewigen Tiden eine Lühe gerettet. Sie buke das Geld nicht überlebensnotwendig, oder? Und sie hat Tante Trude nicht mal ansatzweise die Chance gegeben, das Grundstück zu kaufen, richtig? Ja, nee, also... Eins fehlt mir hier noch. Ich brauch noch charakterloses Invidium. Mit zwei Wörtern und dann bin ich fertig. Herr Name! Oh. Tante, da bist du ja. Ja, du, ich bin noch irgendein für das Gewicht das. Ja, du bist auch mit Klasse, ne? Ja, das hab ich von dir. War eine lange Sitzung, ha? Du bist ganz schön neidisch, ne? Ja, Beata. Oh, was? Ja, was ist mit das dann hier? Also, ich musste ja mal öfter mal auftauchen, wa? Bin ich just weg, sind die alle durch. Also, ich freue mich jeden Tag über jeden von meinen netten Gästen hier. Nett, dass die durch sind. Ja. Dann freist du dir ja vielleicht auf ein Bitken über mich, Trude. Erna, du bist kein Gast. Gäste sind willkommen. Du nicht. Aber Trude, wie möcht doch Kür, Möwi dat? Ja. Sag jetzt mal, du hast doch Summe sech, dat die Vertragskondition und dat Testament klar formuliert sind. Du an und an die Fristen, hol ich mi. So. Ja, aber... Nix aber. Steigt doch etwa binnen, dat ich mit die kühren mut? Hä? Nee. Also, dörst du dann bitte den Platz hier frei machen? Kann ja anders glatt weg werden, dass du ein für meine netten Gäste hier und da, ne, die Sünde nimmst. Oh, Trude, das langt nämlich all, wenn du mir die Sünde demnächst komplett umknipsen darfst. Also, Trude, ich wollte ja nur... Sag jetzt mal Erna, tschüss. Ist immer wer schön, die von achten zu sehen. Go, Erna, go. Also, was ich noch sagen wollte, ich für in ihre Richtung, ja? Ach, wolltest du mir das vielleicht doch mitnehmen? Also... Bitte wollte ich natürlich auch Knopf sehen. Hey, sicher nicht. Ich hab bloß gesagt, dass ich in ihre Richtung höre, ja? Ja. Einstein, runter. Ja, hol die Faste. Jo. Attack. Runter. Ja, also, ja, so wie der Gutzüg, ne? Werden Sie empfehlen und Sie hier kein Taxi kriegen, ne? Ha! Hey, was lustig! Würden Sie sich nur auch noch persönlich über mich lustig machen, oder was? Oder gibt's da noch ein paar Rätsels hier zu lösen? Nee, ich meine, Sie können mich als Fahrer engagieren, solange Sie hier in der Gegend sind. Ja, ich kann Besorgung machen, ja, kenne mich hier gut, ja und so wieder, ne? Ach so, sag jetzt, Benni, so wie bist du runterkommen? Ich klöfe dich ja nicht. Dort, mein Trude, hef alles in Ordnung. Aha. Also, das wird schon überlegen, junger Mann. Wetten Sie was? Wie besprechet uns wie Frühstück, nicht? Ich lade sie in. Kommen Sie mal. Hier gibt es ja keinen richtigen Kaffee. Was führt sie denn noch mal für ein Auto hier? Oh. Ja, im Augenblick diesen großen Gelenkbus von der Stadtwerke. Aber wir können uns auch einfach ein Auto mieten, was dir gefällt. Komm mit. Ja, dann läuft so ist mal gar nicht. Also ich blöde ja nicht. Und Cäsar sagt, ne, ich liebe den Verrat, aber nicht den Verräter. Ich kämpfe ihn nicht. Ja, sag mal, wohnt Use Cäsar nicht eigentlich Duarten? Lord, ihm doch einfach ein Bitken tief. Wie kommt der her? Sie kommt wer drüber. Also sag es mal, hat die Benni doch irgendwas gesagt, dann hat ihm doch Stunden wie sie innestellen. Aber so was schlürt die einfach mit dieser
Trude, das ist ganz anders. Was? Dem Macher hat Jan eingestellt und er fährt von er nur alles, was für ihn hier über Ofen Kiez wichtig ist. Ja, ja. Diese arme, innebellte Gors, die denken doch nur wahrhaftig, dass das ihr Sprungbrett in die große, weite Welt ist, jawohl. Ach, und neuer Sittetor ist um frisch gerupptet 100 Jahre, ne? Und diese Macher, die kickt sich mit einem feinen Grinsen ins Gesicht, sie eine dicken Kontoauszüge an. Ach, komm ich doch mal. Mann, so heftig, Benny, wie Erna Wilmer ist U-Boot an Start. Oh Gott, Benny ist U-Boot, ja, da hat nicht Unergehalt. Also, sagt erstmal, schaffet die das? Also, wer sind mir nicht böse, nicht? Aber die Benny ist nun wahrhaftig just nicht die hellste Kessel auf die Torten. Jetzt der Rümmel, der ist so naiv, dass er einem vertrauen wird. Der Frudel, der mag dem irgendwie. Ja, warum auch immer. Also, wenn ich so bedenke, was Heidi Ria Ratsch immer so an Kopf schmieden deit, nicht? Und trotzdem gehört sie ja immer noch mit ihm. Ja. Aber deit die Benny ob dat, wat je ihm säget? Sieht wenn er da und kehrt sind dat, wat man se sech. Hey, ja, muss einfach bloß all dat Licht down, wat wir ihm verboren hef. Ja, dat lüftet in. Moin! Ja, alle Werte Horpe. Wie kommen denn Frieden? Das hätten die Witten damals auch zu den Indianern nicht. Und dann weißt du, was Ute geworden ist. So. Ria, jo, die hat ihn eigener Stamm an Martha verstellt. Mhm. Alle Bekloppten wie die Indianers, Golden Jahr ist heilig. Ach so, das hört sich doch gaut an, oder? An die Indianers damals unsere Ria an den Strand schickelt. Weil Kolumbus auf die Stäbe umdreht und hat sich Norden, da gibt das nichts mehr. Dann schon wir auch mal probieren. Ria, fang an! Was will die alle von mir? Sie kommt mir aber auch irgendwie bekannt für. Ja, vielleicht doch einfach, weil ich selber gern kennenlernen will. Ja. Was ist denn nur all der Kerl? Willst du mich auch gern mal kennenlernen? Wollt ja nun nicht werden, ne? Hey, kann total zärtlich werden. Ich merke ich mal, ja. Mott, hey, aber nicht. Nee, nee. Ja. Vielleicht will ich sie auch mal mit Gitte ja kennenlernen, ne? Und das Pferdel hier verbären. Ja, macht man aber nicht. Nee, da bin ich auch hier. Lord, du besser geworden, ehe du den Hetze noch an diesen Goldjung verlierst und vor Luther Glück auf den Ruhm springen musst. Boah, was? Was ist mit Innen das? Gut schon, das kenne ich von den Kerls hier aber nicht so. Tja, der hat ja auch mal nichts zu verlesen. Mann, wenn mir einen um den Kopf hauen deit, ja, ja, dann galt bann ich wohl was an Wert verloren, ja. Ist das so? Na, dann helft da aber schon mal bann ich fast eine an der Glocke. Kein Leute, seh das doch mal. Ria? Ja? Der Herr Macher, der ist Chinaton anfangen, die will erobert werden. Mhm. Vorsichtig nicht. Ich kann mir auch just zur Gabe werden, Leuten, dass ich die hinstellen helf, nicht? Ach, ja. Ja. Und Achter Wecker, musst du die dann verstecken, wenn die wilde Ria auf die losgeht? Und Wecker, schall die Lühe hier dort bringen, was für die Tomaten? Du brauchst nie und kriegst genau das, was du bezahlst. Bewundern, kostet extra. Das ist ja ein Glauben. Das säge es wohl, Jana. Ich dachte immer, du wirst bloß eine flatterhafte, dumme Nuss. Mann, du bist ja ein richtig miese Mischstücke. Ich mag die Oldschule. Schade, dass wir nun nicht mehr ins selbige Team spielen. Na, ich bin in das richtige Team. Wer will? Ich auch. Können wir nun mal wieder zum Geschäft kommen, ehe sie glücklichst alle in die Arme legt und ein bisschen Frieden trällert? Wo sind du? Was wollen wir singen? Ach ja. Wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Also, Trude!
was ist Gaute werden? Sag es mal, Ria, kann ich süß noch was für die Down? Ja, wie eine Zeitschrift natürlich. Mein Arztroman, wie nein, ne? Ja, und was noch? Und Pikolöchen. Ach, Kick. Oh, ne, wie ich mein Knipfer vergessen. Oh. Schließt du noch mal um den Deckel, ne? Ich schrief das um. Du sag es mal, was heft Enneken den Arztroman mit den Pikolöchen zu Down, hä? Also einmal die Becken halt für diese gediegene Kombi. Verrohrst du mir das erst mal? Ja, weißt du, wie ein Dr. Morgenstern gute Arztserie, der kann ja nicht bloß Leben retten. Nee, die kann auch so Tau hören und dem Anteil an das Schicksal von des Menschen, von des Lebens oder so. Okay, das ist ja ein Mannesse in Bauchstein. Ja, und dann kick mal, dann sind die noch sogar du, ne? Na ja. Es ditzi von der Haar, kick es mal. Es ditzi von der Haar? Aber die ist nicht so gaut rasiert. Und dann heft die immer so viel Pech mit der Frau. So ein Soldholzgeraspel an ein Stück lesen und ich fang auch das Suppen an. Ach, du hast auch gar keine Ahnung, Mann. Wenn ich nur 63 siegen, wer alleine Ute Klinik nach Husin führt, dann bin ich so, dann bibber ich am ganzen Körper voller Ekstase und dann suche ich vorst wie Piccolo-Ex, jo. Jo, jo. Weil ich dann noch frei ist, die Doktor, ja, ne? Ja. Aber sag es, Ria. Was machst du dann, wenn die so irgendwie so ein Frohmensch sich den Doktorchen mal schnappen deit? Die Welt hört sich auf zu drehen und die Vögel versinken in ihrem Gestank und die Sonne verbirgt ihr Antlitz voller Grauen und das Güllefass führt durch Mersendörr. Nein, Arzt, neue Fantasie, neue Pikolöchen. Was? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Wunder, dass Mannslühe Westernhälfte leer sind und nicht so ein Schundblatt wie. Tja. Tobi, musst du das doch erledigen wie Frühlühdaum, ne? Westernhälfte? Ja, warum mit das dann? Ja, weil du doch mal massenhaft Kerls dort schotten werden, ne? Ach, Kerl. Sie haben sich ja auch bald das eine oder andere Loch in die Weste. Geschäfte sind doch nun mal wichtiger, Kerl. Wie mag ich keine Geschäfte mit Nenner? Ach, Kerl, Frau Krämer, sie wettet doch mal nun, dass das verbieten ist, ja? Das guckt ja man bloß noch dort rum an, wann das so wie ist, nicht? Ja, und je eher, desto besser ist das doch mal für uns beide, nicht? Kott und schmerzlos, sag ich dann immer, wa? Hm? Hm? 90. 90.000 für diesen Schundkram und dafür, dass sie eher Glut sind? Sind sie bekloppt worden? Nee, bin ich nicht. 90 Tage, dann endet der Vertrag. Und genau so lange, Kirken, bin ich noch hier. Ist das ihr letztes Wort? Das wäre ja schön, wenn wir ein letztes Wort auch mal hören würden, ne? Oh Gott. Du geisterst so grob an. Du kannst nicht so mit den Dörren Fuß fallen. Fahr Tröge ins Hotel und ich blieb noch ein bisschen hier. Ist ja allgaut. Dann kick tau, was du hier noch machen kannst. Und jede Tag eher, das ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja, hab ich. Mein Gott. Sech mal, Jana, wo füllt sich das Enneken an, exakt das Falsche zu glauben? Was meinst du, Ria, wo sich das anfällt, wenn ich die letzte Siete hier und den Schiedheft... Das wagest du nicht! Das wagest du nicht! Nein! Und du nicht weißt, ob die Dr. Mockerkopf endlich mal eine Flachlicht oder nicht. Sieh mal, bist du verrückt! Alle weg, ja. Und wir könnt in Ruhe hören. Tja, ist ja mal schade, dass mit die nicht eine hören macht.
Ach, Jana, hast du aber gehört, dass ich jetzt für Frau Wilma arbeiten? Da sind wir jetzt meist Kollegen. Die Fora von so einem neirikes Frumenschke ist nicht gerade das, was ich Kollegen nennen wär. Du bist die auch für gar nichts zu schade, was? Egal, was ich mag. Nichts ist gut noch für die. Du findest du nie einen Kerl, der dir helfet, wenn du da mal Probleme gibt. Ich sag ja auch gar keinen Kerl, der meine Probleme löst. Einer, den ich so misstauen Problem hätt. Das wär ja mal ein Anfang. Weißt du, ich denk, so eine klauge Frau ist du, dass ich auch eine gaue Ehefrau werden kann. Klauge Frühlühe wären gar keine Ehefrus. Du magst doch so lange wie die. Du magst doch so lange wie die gut in Leben gehen. Ja, und Wetter wär, wenn du dort auch ein Rennrad nennst. Na komm, ich werde dir doch fehlen. Ja, so ist, wenn man eine Warze wegmacht. Man wird da doch mal was für, ist aber froh, dass das endlich weg ist. Oh, stärke, zarte und bläuende Glück, die sei wirklich moldbar. Ja, sie ist mit Sonnenschein. Und du, meine Mondfinsternis. Braucht doch den Onkel mal, wo man richtig Kerl wird. Ja, wo meinst du das dann nun wär? Ja, Frühling könnt ihr von da akkurat beschrieben, wo einen richtigen Kerl zu sehen hat. Ja. Ja, und wie dann? Ja, wenn ihr dann just so eine über den Bad läuft, dann willst du noch mehr nicht. Weil dann ist das doch wer kein richtigen Kerl. Also, kannst du den Frühling dann gar nicht wegmachen? Ja, du bist auf dem grauen Weg. Ja, und nun? Was mag ich nun? Gar nichts. Gar nichts? Ja, gegen Benny. Entweder du gefallst dir oder eben nicht, ne? Wenn nicht, ist das ein kotten, heftigen Schmerz. Wenn doch, ist das ein lebenslanges Liegen. Ja, aber wie die und Lola? Ja, Lola ist ein Einzelstück. Selbst, wo wir Kerls denken und das, wie manchmal auch gar nichts denken, ne? Ja, das kann ich auch immer nicht ab, wenn sie mich fragen, was ich denke. Ich weiß doch nie so recht, was ich dann denke, schau. Sag nix. Ja, da wäre zumindest die Wahrheit. Benni, du schaust nicht nix sagen, Enners, du schaust nix sagen. Ja, das stimmt ja auch, weil ich auch nichts denke. Wenn sie die Frage schossen, schwiegen. Ach. Ich soll nicht nix sagen, sondern ich soll nix sagen. Ja, so wird es. Ja. Und wenn du alles gut läuft, kommt diesmal der Einstein in Time. Ja. So, Arztbesorg erledigt, ne? Ja, was redest du denn so? Anders bist du immer am Schimpfen, wenn du vom Doktor wegkommst. Ja, Mann, mit Fachkenntnissen, ne? Hey, F. Tommy, sag ich, ich soll mir trinken. Oh. Also, Use nochmals, Gräfer, vertellt, dass du bald den Frieden finden wirst. Was? Mord zu sterben? Nee, ich gehe. Ach so. Dachte ich mir doch, dass hier was löst ist. Ist Trude nicht da? Nee. Ich habe Lust, was zu trinken. Sei welt ja, das wäre nicht beschummelt. Eine Frau, ein Wort. Ja, meine. Wusstest du für die Neffen Bier? Ja, das wäre ein gauer Dusch, ne? Hä? Was hält die denn immer mit mir? Kerl, Einstein. Weil Brutus auch kein Kirchstand, nach dem er Verräter worden ist. Einstein. Use Benny ist immer noch wie die Glauben. Mann, der ist mal bloß in geheimer Mission unterwegs, ne? Ach, ein Spion! Ja, Brutus, ich entschuldige mich in aller Form mit dir, ne? Dann bist du ja unser Mata Hari für Use Kiez. Den Mata was? Mag ihn doch nicht buschig. Moin Einstein. Oh, prima, alle wie Tope. Nü, ich mod ju wat vertellen. Ich hab just den Bürgermeister für. Ja. Ja, mit Noll?
Ich habe ein Telefonat mitkriegen. Hast du eine Frau in Verona Market? Ach, auf jeden Fall habt ihr mit diesen Immobilienmenschen gehört. Ja. Mitmacher? Ach. Auf jeden Fall, Günther, um irgendwelche Fotos, die nicht in die Öffentlichkeit drüben. Ja. Mit Mathe? Ach, Benni, nun unterbrech mich doch nicht. Ich hab doch just gesagt, es gibt um irgendwelche Fotos, die nicht in die Öffentlichkeit drüben. Ja. Ich kann mir vorstellen, was der Druck zu sein ist. Das war ja was anstrengend. Oh. Ah, Frau Wilmer, na, alles erledigt? Ja. Das ist ja eine große Hilfe, dass sie nur für mich da sind. Ja, geben Sie, sag mal, hier sind doch Fotoschwürfe, sehen. Ja, besten Dank. Ich bin das ja auch gar nicht mehr gewohnt, dass so ein junger, starken Kerl wie nur als Schwore abnimmt, nicht? Aber Kinder nehmen ja das schlechte Gewissen ab, ne? Tschüss auch. Nur sehen wir, wohnt hier Olivier, kommt nicht irgendwo da achten? Benni, Lord in einmal mit dem Tiet. Wir kommen mal mehr. Gut. Einstein. Ciao. Ja, also, ich hoffe, Sie ist das nicht unangenehm, mir hier zu treffen. Also, für mich war es kein Problem, wenn es in der Boutique zu täumen. Nee, das hatte ich ja gar nicht wollt. Wettet Sie, das Gift doch auch Tüges, was von den Fuhlen Kopf wird, damit die Kerl seht, wo so gut trocken wird. Ich verstehe nicht ganz. Du, das macht nichts mit Lütgetanksfohlen, das erklärt mir das. Die arme Kerl, nun wollt ihr aber wirklich arbeiten. Ja. Was du mal leider im Knast blieben, ne? Ja. Mann, so lernt ihr, dass er vorher immer mit Arbeit und Entbehrung zu tun hat, ne? Ja. Ach ja? Ja, oder mit einer neuen Frau. Sitzt du eine bei ihm? Na also. Aber sehr geehrtes Metz, was machst du dann, wenn die eine schöne Frau mal immer weg? Ich meine, nix für Umbau, Lola. Ich denke, du hast ja gaue Däne, ne? Ja. In die Mann. Ist da ein Gau? Ist ein Gau, Trude. Dann mach ich Fußgesäuge ins Dorf Gemeinschaftsfuß und hör mir vor Vollgeld an, was sie früher mal für Bullen werden sind. Ja. Und wir haben auch noch von manchen Studenten, so mitgen Fotos und Filme, so als Erinnerung, wie die besorgt mit Lola, ne? Ach, was tust du damit? Gerd, Harald, Becker wetten, was du die Lüben mal wetten, ne? Vielleicht kann sich da Ruth ja noch die eine oder andere Gefälligkeit ergeben. Ja, du, das sagt unsere Regierung doch auch erlange. Private Versorge ist wichtig. So. Und darum seid ihr auch zusammengezogen, dass die eine Altersvorsorge hier stehen und bestehen wird. Ach, du hast ja nun mal wenig Hoffnung, ne? Ein Happy End gibt ja man immer bloß im Fernsehen, wie das Rosamunde Pilcher. Also, noch ist nichts verloren. Also, ich mach nur Lust, wie die Kollegen impfen, nicht? Aber wenn wir alle zu hoffen, die Ohren noch holen, nicht? Werden wir mit Sicherheit was Wichtiges gewahren, nicht? Also, munter blieben, ne? Ja, auch so. Auch so. Ich hab noch Privattermine und mach nur Lust. Ja, ich höre dich, aber sag mal, machst du halt Werner hier, Klos Hannes? Nee, Motto Halle. Ach ja, dann Gott, oh, ich dachte, all die Kundschaft wird auch immer jünger. Ach Gott, nee. Ich mach mir ja den Dach, an den ich hier das letzte Bierlösmarken da auch gar nicht erst feststellen. Was magt ihr bloß alle ohne mich, hä? Ja, und was mag ich dann ohne Day? In Rentenalter bin ich doch noch nicht. Moin! Tante? Ele. Mit dem Macher ist was fool. Ich hab mal mit Kolleginnen gut einer Bestätte gehört.
Überall, wo diese den Finger bin, Hef, ist sie mit den Zahlungen Verzug. Ja, und was helfe mir das? Wie möchte Wilma Tau Nordenken bringen? Sieht so gut, als wäre hier immer das Geld und das eine Geschäft, umschichten, umschulden, und den anderen Tau Tilgen. Wie es wie so eine Lawine, ja, aber ich verstehe das immer noch nicht. Wie möchte deine Freundin Erna? Das ist nicht meine Freundin. Ja, bring er der Tau, mehr Tau verlangen, denn er wird versorgen, er einen Binnenpriester drücken. Dem ruft das Grundstück nun Bannigau als Sicherheit für innere Schulden. Also die macht Druck über den Priest? Ja, aber sag es Nele, dann ist das doch ein Beträger. Sag wie mal, he danst ob dünnet is. Mehr kann ich nicht sagen. Anders verleg noch meinen Job. Die Chef kennst du ja, ne? Ja, gut, aber wie düt wer breckt das is und dann ist sie weg. Ja, laut die drücken. Ja, gut. Bellata. Ja, Bellata, mein Kien, und besten Dank für deine Hölpe, ne? Wenn die nicht ja. Haben, dann hab ich ja Kien. Nun, wenn ich ein mehr über das alle Kaffee, es ich mir merken kann. Ja? Ja, und auch wann ich wohl was über die wichtigsten Lüge, das hält uns nun wieder. Wenn du normal und offen auf die Lüge Tau geilst, dann könnt ich Tau nix. Höre, die Menschen, die sind überall glück, ja? Du musst bloß Rot finden, ob sie Zuckerbrot oder ob sie die Pietschke bluten deit, ja? Hebst du sich den Pfefferdrach an den Kecken hier, Macher? Ja, sicher, aber ja. Das scheint mir, es hätte uns doch so ein bisschen missverstanden, wa? Inwiefern das dann? Ich will für jede wecken, die uns die Sturheit für eine Frau Krämer kosten, da, ja, einen günstigeren, fast schwerenden Priester, ja? Dann können wir um die Sterne einen Pfefferdrach unterschreiben, ja? Und dann täubelst du so lange, bis das gar nichts mehr kostet, wa? Hey, sind sie nicht du so olle Zuhälter, Azumi? Und sei sie doch mal mein Leber drut hier, wa? Also, Herr Macher, das Grundstück, das haft heften bestimmten Priester. Und dann begor ich auf gar keinen Fall. Und ich? Mott ja nicht fortzuverkaufen. Und ich sage, ich will nicht ewig täuben, ja? Das ist da verstorben. Ja, ja. Ich sage jetzt mal Erna. Ja. Merkst du nun endlich, was die da so trifft, hä? Ich merke aber auch, was du da triffst, ne? Ich helfe ein Appelschild. Ja, das habe ich auch gehabt. Ich sage das nochmal, ich will nicht ewig täuben. Ich habe da noch ein älteres Grundstück. Und wenn sie eine Villa auf dem Glitzboll mit Kerbenblick haben, ja? Im Augenblick will ich das hier haben und nichts anders. Hätten wir uns doch nun verstorben! Ja, die Villa hätten sie ja all. Also, oh Gott, noch und noch sogar mit Kerbenblick. Ich weiß nicht, was das heißt. Satan nochmal! Nein, doch, verrückt! Also, sie will Hüte tun, Notar, Donor, noch die Bank und, ja, okay, da blieb ich jetzt noch die für ein neues Hobby, wa? Was für ein Hobby? Du bist das Hobby, Blödgetänkswohl. Wer kriegt das? Ach, gibt doch was Schlimmeres. Sie ist eben einsam und wollte sich nicht verstorben. Becker Glöf, die Frühlüge doch verstorben, hätte von der ganzen Welt nichts verstorben. Oh, Einstein, was du immer so gehört. Aber ich glaube, irgendwie kommen wir um diese ganze Sache nicht gut. Hä? Auf Teufel. Lola kommt diese Macher irgendwie bekannt vor. Und ich habe verhaftet noch Bilder in unser Archiv. Ja. Wie? Die ist einmal hier wären und dann hättest du den als Kunden hat? Nee, Mann. Wenn die in Urlaub hört, verdeinigt das Urlaubsgeld immer direkt vor Ort.
Lütke Nummer ins Strandkorb. Ja, Metz, du lässt die dann echt Gaukorn, oder? Bock ja selten. Oh, lecker, lecker. Aber ne? Sag es, und dann kennt ihr die nun nicht wieder? Solche Typen merken sich mal bloße Gesichter. Von nö, ihr seid Geld abknöpfen könnt, ne? Stimmt, wenn sie Bäcker Geld geben möchtet, vergessen sie im Gabewehr. Ja. Ja. Ja, und was soll uns das nur ganz alle helfen? Ach, Benni, der Kerl, der ist verheiratet. Eine Scheidung würde eine Masse Geld kosten. Geld, was hey ja gar nicht hef. Ha, sie in Kortenhust, breckwallsinnig und sagte to Hoppe, wa? So zieht hinaus und tut Böses, damit das Gute wieder Einzug hält. Wecker zeigt gut. Was? Moin, Einstein. Moin. Moin, Trude. Moin. Ich weiß, wer was Neues. Gestern Abend hab ich den Heini von Bauer, ne, den kennen die doch alle, ne? Bann ich late für Nachtclub nach Hause empfehlen, ja? Und die war doch so was von du, ne? Und dann habt ihr in den höchsten Tönen von diesen spendablen Macher gehört, ja. Also so arbeitet diese saubere Herr Macher also. Richtig. Erst late die Lüfein in und dann erpressen. Jo. Ob sie in der Quittung, wer nach Drehtagen leider nichts mehr zu lesen wären. Ja, und wieso das nicht? Ja, Einstein sie eine Zaubertinte und den vom Bauern Workpilode endes. Und dann ohne was anzustellen, ne? Ha! Dann haben wir noch den Macher bald an S, ne? Ja. Oder? Man soll nie die Möglichkeit verpassen, ob ennere Lühe mal was lernt zu lassen, ne? Richtig. Wir würden gerne eine ordentliche Lektion verpassen. Da hätte die Fiene ja Macher aber Pech hat, dass er sich diese Ecke gut so hat. Ja. Pech ist. Pech ist? Wann bist du dran? Ja. Pech ist, wenn deine Schwiegermutter die Mutter von Ria Ratsch ist, ja? Oh, das hätte ich aber jetzt hören! Shandy! Ach Ria, du wärst doch mal nicht vor so wehleidig. Ob sie Wenn ihr unter die Erde. Ja, wenn ihr dort ist, dann bin ich vielleicht ein bisschen wehleidig. So! Ach Ria, dann tut mir leid. Weißt du was, ich laut mich verbrennen. Die Feststellung, das Geblähe, um das Gehule in Sacht zu hören, nee, das dauert mir nicht ab. Weißt du was, Dina Aschke, die streit fein über den Faulpad. Du achten, wo die Hunde immer hin können, daut. Das darf mir auch leid, den hab ich Trudal vererbt, ja? Die Hunde können's? Hey, ihr beiden, können wir nochmal auf unser Hauptproblem wieder zurückkommen? Moin. Oh. Was wird das denn hier? Eine Demo? Ja, go Idee. Wir schauen uns mal ein paar T-Shirts zu rücken, Leute. Jo, du weißt wie Trudes Kiosk ist Heimat. Jawohl. Wo wird das mit eins Gaue, Trude? Wir sind das Volk. Ja. Ein Volk mit Mannigvolkes. Jo, ja, gut. Sag mal, Trude. Ja. Wer Aschenputtel von Mann, also? Sag jetzt mal, ich weiß, weil weckern du, Mensch. Man, ich mach das nicht, wo du aber erst hörst. Du magst sie, Jana. Wirklich? Versäug nur bloß nicht geistreich, Tobir. Ich helf hier was für die. Das schaust du die mal genauer an. Wenn das beruflich ist, kommst du besser mit ins Büro. Stehen bleiben. Hand in die Taschen. Du. Und das kriegt die an der Arbeit. Nimm einfach nur die Blöden und kick die nach. Tante, einmal das Zimmer bitte. Jawohl. Einmal ein Rundstück mit Käse und die Zeitung. Und du hast noch einen Wunsch. Den Wunsch? Ja, ach Kernele, nun nimm doch einfach die Unterlagen mit.
die heult doch nichts ab, wenn wir die Kerben sieht, behindert oder so, ne? Also. Gefallen her. Kick dir das an. Und wenn was fällt, raubst du mich an. Klar, gerne doch. Die persönlich nehme ich mir an. Ja. Ja, ich denke, das kriegst du hin. Ja. Du bist doch Trude, er gaues Wicht, ne? Tschüss, Lele. Wenn, wenn das Klima sich verändert, ne, bin ich immer gern für den Ortswechsel daheim, ne? Tschüss. Mott, die olle Spinner nicht nur die älteren Siete vergunsten? Nun lade mal ein bisschen Zeit. Ja. Jetzt wir atmen. Hast du eine lange Nacht hat? Dann geht dir nichts an. Warum so freundlich? Mit mir Sorgen machen? Nee, weißt du, im Minoroskop stehen für den Tag. Ich schau mal ganz was Verrücktes machen, du. Und das will sie you neu noch einen Kaufen backen. Das kann ich. Sandkaufen, Marmor kaufen. Ja, und dann sind die Tände weg, wenn man da inbitt. Benni, bist du bereit? Bereit geboren. Hey, ich einfach nur für Fernsehen. Benni, sag mal, wo läuft das eigentlich in die neuen Job? Ja, also das muss die doch wohl nicht mehr interessiert. Ob letztes spielt wir auch nicht mal in eine Liga, ne? Und überhaupt, und sowieso. Was? Ich hab auch keine Zeit mehr mit dir zu können. Ich muss föhren. Benni, soll ich die föhren? Zum Föhren föhren? Ja. Wir wollen nur nicht. Sag es mal, die zwei. Kann ich du hier als Gott alleine lauten, ohne dass das hier Mord und Totschlag gibt? Hä? Ach, Trude, Mann, ich bin doch nur der friedlichste Mensch in der Welt, ne? Ja, und leiden kannst du ohne Rote. Ja, das kann ich. Ja, und ich möchte Streit kriegen, um... Ich möchte mit der Körn und mit der Streit zu kriegen. Absehen von Dr. Mockenpups. Fällt mir aber absolut kein Thema in. Also läutet einfach meine Bude sturm. Mit Lata. Ist sie weg? Ja. Wer hat Mockenstedt? Und fällt die immer noch Herr Dr. Mockenstedt? Und den leck auch keine Frauenflach. Höchstens mir. Sondern entflammt in stiller Leidenschaft. Du lässt das Ork. Ist das nicht fein? Hast du auch so ein Kribbeln überall? Was steigst du hier so rümmel, statt in unsere Angelegenheiten aktiv zu werden? Ich Lord aktiv werden. Als löp nach Minen ist. Alles klar. Wette sie was für da in den Horoskop steigt. Nee, will ich das wetten? In den Horoskop steigt? Dass mir für da mein Lebensglück irgendwann wegloppen, ne? So, so. Und die kenne ich ja nun alle schon so lange, ne? Da blieb ich denn ja bloß noch sehen, oh, ne? Bitte, ich bin doch, nee, ich bin, bitte, du mein Ohrletzkes zu frieren. Nicht beschäftigten Kerl. Oh, und ich soll doch nichts Fastes. Nichts Fastes, so oh, nee. Gott. Na, dann packen Sie doch mal den Oberschenkel an, hä? Wegloppen, ne? Bring
schaffet. Tönen wir zu, wenn was zu flott. Aber warum der Hesse das mag? Weil ich das kann. Du kannst doch eine Masse von mir lernen. Du, aber auch für mich. Jo. Ich hab da so eine Idee. Jo. Mach dir meine Strumpfhosen rutschig an. Also, sei oder die mag das nix gut. Nee, warum ist das ja? Du, meine Freundin, die freut sich über eine verschwiegene Tauwendung von ihm, nicht? Und du kannst ja sicher den einen oder anderen extra Euro auf Gaut buchen, oder nicht? Ja, klar, aber... Aber was? Du kannst da doch heller best. Aber ich komme mir da immer so ein bisschen unnützt für. Ja, willkommen im 20. Jahrhundert. Du, ich sollte nur erst das Trude. Der ist sicher achten in den Kiosk. Da kann sie mich nicht entwischen. Du, Augenblick mal. Was isst du dann noch? Ein kaltes Bier bitte, ne? Also nur bedenke ich an den Kiosk. Ja. Wo ist denn hier das Bier? Oh Gott, da unten, ne? Das da liegt die Gold, die wir kennen. Ja. Ja. Auch noch ein Glas? Nee, aber das steigt die Gaut. Was, das Kleid? Ja, der Kioskmann. Hey, ja. Ja, das Geld, das kommt nichts zu merken. Ja, die... Oh Gott. Girl. Ja, sie können sich Druck verlauten, ja. Ich mag ihn nur richtig Druck, ja, sicher. Ja, so, den mag ich die Druck. Ja, ich hab eine Pistole gebostet, ja. Und ich hab gesagt, dass das für jede Wetten weniger Geld gibt. Ja. Ja, das Geld, das kommt nächste Wetten. Ja, hab doch sich. Ja. Ja, alles klar. Ja, doch kannst du die Opferlorten löfen, die da. Ja, das ist so sicher als das arme Kerken, Mensch. Alles klar, ja, dann sag ich auch. Ja. Seh jetzt den mir holen. Seh ich mich doch für ein bannig cleveres Kerlchen tabieren, nicht? Eigentlich bin ich doch dieser vorbestrafte Zuhälter-Azubi. Ach ja, Kerl, mal. Was mir so sech, wenn man ein bisschen im Blast ist, Mensch. Mag es wie Gott, was willst du? Ja, Kerl, warum denn dann so Baschke? Ich will. Ich spiel doch nur ein zügiges Team, Mensch, nochmal. Ich will sie doch bloß einen gauen Taufe-Dienst anbieten, Mensch. Ja, was ist denn von da gelöst? Von allen Seiten flöge ich mir Geld um die Ohren. Ja, Mann, ich meine, da ist das so, ne? Ich sag dann immer, die Dübel sind immer auf dem größten Ort, nicht? Ja. Ja, und was geht das denn? Sagen Sie nicht, dass wir als Frau Wilmer. Oh, was sagt dann Frau Wilmer? Ja, könnt sie schmieden? Ja, sicher. Ja, ich auch. Ach, ja. War nicht witzig. Aber guck wie nur momentan Geschäft. Sagen Sie mal, dass hier nicht jeder eine mitkriegen kann. Sagen Sie mal, können Sie sich wohl feststellen, dass diese marode Kiosk hier gerne achten. Sagen Sie mal, durch mysteriöse Umstände aufbrennen konnte. Hm? Also ich kann mich mehr vorstellen, als Sie sich vorstellen können. Was soll denn da mit uns bringen? Ich dachte so an 500 Euro. Glauben Sie, ich trag mir in der Büchse meine Knieptang an, das bedeutet für mich ein paar Monate Knastwehr. Ja, wegen Brandstiftung. Ja, dann sagen Sie mir doch einen Preis. Ja, 1000 Euro. Ach, da sind Sie bekloppt. 6000. Foto, wenn nicht. Ne. Ein Drittel mehr. Ein Drittel? Ich will zumindest ein Viertel mehr. Sie sind aber ein bannig harten Hund hier. Keine Namen hier. Also,
sobald das alle Kiosk die in der Akten bloß noch Aschke ist, ja, da gebe ich ihr dann das Geld. Alles klar? Ne? Hüte um Mitternacht ist die Geldübergabe. Dann erst brennt die Laden und nicht vorher. Tja, kehr nochmal. Warum wir dann so dramatisch, gell? Guckt sie doch einfach bei mir ins Hotel vorbei, ja? Und du gebe ich dir das Geld, ne? Kein Thema. Ja, bin ich ein Pizzabote oder was? In den amerikanischen Filmen läuft das auch so. Und dem wird ja wohl wetten, was sie da. Bruder, kehr nochmal. Schall ich dann auch noch Marken, da dann anfangen zu rehren, ja? Dass wir so ein bisschen finstere Gangstermusik, gell? Ja, und dann die Wölfe anfangen zu holen oder was? Mein Gott! Du, ich muck das nicht down. Kicke sie einfach, ja, in der gelben Siedlung, ja, und der Brandstifter. Ist ja allgau. Also, Punkt mit der Nacht hier am Kiosk und dann geht es als Flor. Ich verlor den Hof. Ja, ja. Hast du die also mit dem Bier genommen? Das ist ja gau. Ja, die Nutte werden wir eins geben. Ich wär so frei, Trude, wär mich mal nicht böse, nicht? Ach nee, Erna, ist alles gau. Nun habt die beiden ja mal die Fronten klärt, ne? Ja. Ich hatte mal fortkommen sollen. Und nicht erst, wenn ihr alles alle in Flammen steigt, nicht? Hey, was ist hier dann? Du, Erna, wie wird das? Komm mit. Ja, du Trude, gib mir Masse zu dau. Mit neuher, ne? Ja, mit neuher. Ich bin hier, wenn ihr mich so könnt. Moin. Oh, moin, Jana. Sag jetzt mal, was tust du dann all hier, hä? Das nächste miese Angebot oder was? Nee, ich wär wie Ria und HR Facebook, Twitter und Instagram verklort. Sag jetzt mal, Jana, was hast du nur all wer angestellt? Du verbreitet unsere Ria ihre Intrigen auch noch im Internet? Ja, aber das holt doch keine Leitung gut. Na, kick dir doch die Jüngeren an. Vor Luther, Liersen und Verbreiten von sinnlosen Informationen kommt day to nix mehr. Ach, und du meinst, dann heft die Ria auch kein Tipp mehr, dann ist das immer nur an Tippern und Tappern hier. Richtig, sie heft taukünftig keine Kapazitäten mehr frei, um hier in die Gegend Schluderkram unter die Lühe zu bringen, weil sie da nu auch von Tuhuse weltweit machen konnten. Also Jana, ich muss ja sagen, Enneken bist du ja gaute gebruten, ne? Ist ja man schade, dass die Ehrgeiz die zu diesen Macher drehen heft, ne? Ja. Naja, vielleicht muttert ja von da alles so wer mit Ju jungen Lü. Jana, ich weiß nun gar nicht so recht, was ich sagen soll. Am besten das, was den Bauch steigt. Ja, als Jaufrede. Sag jetzt mal, Nele, was ist denn los? Jana, helf mir Innerlagentausbelt, die all das bewiesen, was ich die von Macher verteilt habe. Die ist ein Gauner. Ja, was dann, Jana? Dann wirst du den ganzen Tiet ob Use sieden? Na klar, Mann, aber ich kann mir auch nicht vom Macher sie nur Augen ob Usite schlagen. Also, wenn ich ehrlich wären, Schall, so es du die für verheulen hast, wäre auch China auf die Idee kommen. Ja, ich wett, das Theaterspiel, das hab ich so gaut wie die Theatermarkers im Messen lernt. Also, diese Rolle, muss ich sagen, hast du 1A gespielt. Ja, danke. Aber du, die Theatermarkers im ganzen Umkreis Eggermühlen, Kerpen und die anderen alle auch, die habt so manche Genie all auf der Bühne halten. Aber sage es, du geist einen auch ohne diesen Macher ganz schön auf den Nerven. Ja. Keine Bang, ich würde auch nicht unnötig freundlich werden. Mann, aber wenn hier eine ob die Idee kommt und mir eine Paketstation abbrechen will, dann wäre ich aber dull. Ja, die Zalando Shopping Queen. Jawohl. Aber sagt es, diesen Macher, den haben wir ja nur, wenn alle sieben so richtig fein innekreiset, nicht? Und hey, sitzt doch in der Mitte und weht noch nichts von ab. Ja,
Wenn ich de Unterlagen wie ein Chef gäf, zeigte ihm an. Töf noch ein bisschen. Wie könnt auch von Macher noch eine Menge lernen? Ja, wat dann, Fall? Lüte bedrängen oder wat? Richtig. Wie lauten die Kiosk hier renovieren? Mit Macher sin Geld. Doch mit dem Wilma mehr dafür kriegt. Also, wenn dem Macher weg ist, hätt wie bloß mit getiet worden. Mehr nicht. Aber ich muss so ein Bielütgen auch mal mehr trüge. Ich reiß ein. Ja, mit Lata. Aber wenn wir den Macher schaffen, dann möcht wir doch auch die Wilmasche Lütche kriegen. Ja, ich bin ja auch all an ihr dran, nicht? Und Benny ist ja auch all an ihr dran. So, so richtig, so. An er dran? Ja, ob er druckt, kann ich schlecht sehen. Dann mag ich auch lichte mal was richtig. Also Anniken ist die Benny ein Gaumjung, das ist sie, ja. Ja, die braucht bloß ein bisschen Führung. So ist jeden Kerl eigentlich. Sag jetzt mal, Jana, langsam magst du mir ein bisschen bange. Ich weiß, das galt den meisten so mit mir. Und ich muss sagen, mir gefällt das. So, aber nun möchte ich auch wieder trüge ins Büro und kicken, was der Macher so trifft. Der trifft auf keinen Fall, was zu Frau merken. Gott, ich bringe ihm dann nachher Town filetieren für mich. Ja, ich wetz den Messers Almohol. Bis later. Bis later, Jana. Ha, so gefällt mir das langsam. Ach, mein Bruder, wer werden die hier? Herr Helfus, eine gediegene Nachricht schicken. Irgendwas mit brennend interessant? Ja, die Wörth hier. Hef dann aber erst die Erna wegbracht. Hefst du die bekürt? Ach, das wollen sie. Man, mir sind doch so ein paar nette Kleinigkeiten innefallen, ne? Das Erna Kriwal. Ja. Was um mir? Ja, wenn du mir noch mal in Dorn ist. Ja, unbedingt. Wenn die nichts drin wird, krieg ich ja kein Geld. Ich meine, auch wenn die drin wird, krieg ich auch kein Geld. Kick Einstein! Ich blöd mich ja nicht. Sag erstmal, hast du alle Buddels allwer leer? Ich weiß nicht, wo sei das immer so schaffet. Ja, ich dachte, ich habe besorgt, ne? Hör aber nicht so, oder was? Nee, helfen werden durch, ne? Ja. Wenn ich, bis ich fast gestellt hab, ne? Dass ich mich so ist taubproste, ne? Ja, ich stand für den Spiegel. Und wenn man sich dubbelt, dann trinkt man doch dubbelt. Und ist dann dubbelt tun? Ja, wenn sie das so sägt, dann, ja, das hört sich so an, als ob das nicht mal passieren konnte. Ach, Einstein, dann kriegst du nur erst mal ein Bier ohne Speichel, ne? Leute, das man schmecken und trinkt das langsam. So, und ich bring dann erst mal das Leergut nach Achten, die passt wer ob, ja? Ja. Ja. Das sind die ja immer Rufin, Rufin und Benny. Ach, Gottmann. Wie viel Kuss? Hier wird doch wohin gehört. Lola, ein Wicht! Oh, ich hab die Hure vergessen. Wohin? Ja, das passiert, wenn du nicht mit deinen eigenen Haaren spielst. Ne? Von Düsse Megan, Megan, ich sage die, nicht von Düsse Welt. Ich bin ja auch nur ein Pullover von, ich bin Follower von Lady Gaga. Ja, das ist aber auch eine bekloppte Town, ne? Hat heft den Rohr immer so hoch schon und. Atmen, ja. Atmen, Rina. Ja, was ist passiert? Mein Gott, Neid, Lärm, Fahrkebug, Fahrkebug. Becker kann doch Lärm. Instagram, da schleicht doch den Puls von der Welt. Jo, das ist doch lebenswichtig, ist das, jo.
Also, wenn man eher jetzt ein Bett nun oder das Water holen würde, ne? Bloß bis da keine Bläschen mehr kommt. Würden wir aufprobieren? Nee! Nee! Du weißt du was? Ich helf doch ein mit Donald Trump. Den Trump, der Hedwig mit dem Tweet hat, ne? Jo, der muss doch mal was mit sich noch Hore machen. Ja, und dann hätte ich den Papst ein Foto von mir und von meinen Ecken schicken. Den macht doch so gern Schweinefötkes mit saure Soße. Ja, und den Hansi, den Flick, den hätte ich auch mit Postet, ne? Weil das den Mordüste Saale wäre umstellen wollen, ne? Ria, bist du da? Ja. Ist dir irgendwas passiert? Hast du dir irgendwo den Kopf angeschlossen? Nee, wo ist denn alles gehaut? Naja. Okay, du. Taxi, komm mal zur Stelle. Für mich! Ein Taxi ist hier bestellt. Für mich! Ach du Schiete, da trifft er bald nicht wo werden, wa? Das ist selbst. Ich habe da nämlich jetzt so Modetrips und Blog habe ich entdeckt, ne? Modetrips für die reife Frau. Ja, da mod ich doch hin, ne? Ich habe doch nur meinen Typ ganz neu entdeckt, jawohl. Also eine Shopping Queen habe ich ja noch nie mit einem Taxi. Nee. Hey. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja. Vielleicht hast du für die auch noch der eine oder andere Modetipp. Das ja. Ich kenn. Bettelsen, ich helf da mal was lesen. Gibt da nicht so einen Tagestarif? Hätte ich das wie Hot Dog City, hätte ich das lesen, jawohl. Ne, dass man das gut handeln kann. Ich meine, das gibt ja auch Vorteile für sie. Ja. Sie kriegen einen Kaffee und sie können sich mal Friseurkürbis ja sporen, aber so mitgenommen schaue und die Taschen können sie mit reagen, ne? Ja. Ja, oh. Kommst du mal? Ja, Metz Lola, Einstein. Kann mich da nicht einer helfen? Nee, ich werde die Ritzen kommen. Ja, voll Spaß. Will ich lieber trinken? Ja, warum nicht, ne? Mitgemachte Beruhigung für das grotte Finale. Soll ich dir helfen? Nee, geil, Mann. Ich kann hier oberall Gaut haben. Ja, ich meine ja auch nicht trinken, ne? Ja. Das hat mich aber nur echt gewundert, ne? Ja, Sekretär, der Wilma, wo ist der Fahrer dann nun mal bleiben, ne? Hey, hatte du Daumen. Was ist das denn so zu wärm wie mit Tonem? Mein Gott, nochmal. Was sind denn alle Hüfendage so dünnhäutig, Mensch? Van Dage liegt doch irgendwo eine gediegene Spannung in der Luft. Mhm. Ah, kann lüften. Was geht nun los? Na, die Übergabe. Ach, sie hat das geschafft. Ja, okay, warum sagen sie ja nichts? Da können wir ja nur um die Stirn für Vertrag machen, wa? Also jetzt, ich das letzte Mal mit Trude gehört helfen, naja, also da hat sich das irgendwie nicht so angehört. Ja, also... Ich helf hier erstmal einen Sekt, du, ne? Dann komm hier für, wie im Theaterstück, ne? Bloß, dass ich storn mott, ne? Hier ist was los. Oh Gott. Guck mal, geistiger. Was? Gut, tut. Gerne mal. Seon, passen Sie doch uns hier in den Döskopf. Gut. Mit Rückenlühe wollte ich nicht die glicke Luft atmen, ne? Na, dann hören Sie mal vielleicht den Titel lang ganz damit auf, wa? Dann hätten wir doch wohl acht aus. Was meinst du, weil du da, ne? Da sehen wir nicht. Da sehen wir nicht. Ich werde nur olympisch, ne? Möge die Spiele beginnen. In eine Richtung gorn sehen? Ja, Lorten sind doch einfach ein bisschen tiet. Verdammt. So ist sie ja. Stammkuchen natürlich zuerst. Ja, aber ich will ja im Kiosk doch nie nicht Kunde werden. Ja, und dann all lange kein Stammkunde, aber nur. Ah!
Aber wie meine Lola. Na, pingelt da was? Darum komme ich dir auch so bekannt vor. Sönt vor Fejorn. Ja, immerhin kannst du dir aber heck out of me besinnen, wa? Klar doch. Du hast damals irgendwas faselt von den Wellen ihr Rhythmus. Die Wellen ihr Rhythmus, ja. Mann, wie die wäre leider Ebbe. Ja. Aber das bringt du hier ja nun mal gar nichts, nicht? Warte sie mal, ich hab hier noch so eine Quittung. Wo hab ich die Loten durch? Wenn ich diese Quittung, ich käf die Bauern nämlich ja lange in der Hand, nicht? Wenn ich die... Komm mal die Zaubertinte nicht mehr lesen? Gröte von den Verlusten Döskopf. Ja, aber die Kerl von Bauern, die würde doch, das will ich doch... Wie nie? Aber ich kann mich einfach nicht mal im besinnen. Kerl, nur mal was scheitert, dann dauert sie doch endlich was für ihr Geld, Mensch. Geld ist nix doch. Obwohl sie mir das den ganzen Tag tausend hätten. Hör mich mal, Thomas! Ja. Einstein hat recht, der Grill der 30 Alm! Grill? Du gehst hier kriegst ein Grill! Pass mal alle schön auf, dass du hier nicht die Finger verbrennt! Teufel nochmal! Was? Finger verbrennen? Etwa an einem brennenden Kiosk? Ja, was ist nun mit einem brennenden Kiosk? Also, aber so was kann ich wahrhaftig nicht lachen. Hätte ich mir die Hüte nach 7.400 Euro dafür geben, dass ich den Kiosk hier abfackeln soll. Also, weg am Wildern bei so einem alten Knacki bei Glöwen, ne? Das ist mein Gott. Ey, wir werden sich ja mehr sehen. Das ist natürlich für jeden Gericht Bestand, ne? Hier einen seriösen Kaufmann, ja? Ja, und da so ein... Möchte gern Kriminellen und ja, so ein Zuhälter, wa? Hm, bestimmt. Schatz mal. So. Und hier eine astreine Tonaufnahme von unserem Gespräch, du Kaspar. Ja. Also, Herr Macher, wir stecken du wahrhaft in der Bedrulle. Seid wie Chef Ock. Die Innerland sind eindeutig. Die gehören Obermann noch nach dem Staatsanwalt. So. Die Innerland? Ja. Du hast von Anfang an Kerben gespielt. Aber ich helf mir an deine Prinzipien holen. Bitte? Kannst du die besinnen? Find ihre Schwachstelle. Angst ist ein gaues Druckmittel. Ja, und was hätt ich da nur für, Kerl? Die können mich doch nicht ruinieren, Mensch, nochmal. Na und wir aber. Galt man bloß an der Rümmel, ob du auch in Knast warst, ne? So große, unrasierte Männer auf ein klein wenig Liebe warten, Herr Macher. Nur Herr Wegbellers im Kopf kehren. Also das ist doch alter Kraft, oder? Ja. Lektion 2. Alle Menschen sind Glücksminium. Du musst bloß Ruth finden, auf See Zuckerbrot, auf Peach gebrochen. Du hast Logen, dass du sagst, dass du für in meine Angelegenheit aktiv bist. Als was ich sage, als läuft nach Minen ist. Und so wird das auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Gott, die hat mich nun. Der Mann aber doch bitte kein Knast killen, oh Mann. Was will ich denn für mich? Sie melden ihr Unternehmen und du steh ab. So. 7.500 Euro. Ja, aber die Kiosk, die... Die Haar brennt. Wenn Use Benny hier so ein Verbrecher wäre, es sei einer sind, sei, ne? Gerne, Maul ist ja ein Gaut. Jetzt ist Geld. Ach, und übrigens, ein Drittel ist mehr als ein Viertel. Ha, Durchkopf. Dann sind das eben doch mal 500 Euro, du Schlaumeier. Oh Gott. Mann, es ist bitter, wenn ich mal schwiege. Also, Gau, 400 Pferd. Gekiste, passt sogar. Ja. Wo sind dann nun, Kerl? Kann ich dann gehen? Sicher, wie früh. Also, jetzt, Rude. Für diese Sanierungsmaßnahmen.
und guck noch einen Schaukelstuhl für Einstein. Du, das mag ich besten Dank, Orkel, das ist das gefällt mir. Orkel, nochmal, sind die dann nur bekloppt worden? Die Frau Wilmer, die verkauft das Grundstück auch an den Nächstbesten, den auch verbieten, dein Mensch. Eigentlich braucht man das Idioten nicht mehr, oder? Also Gaut ist ja ein Gautkerl. Ich melde mein Unternehmen nur ab, ja. Aber kann ich mich dann auch obdurch verloren, dass die nichts wieder vertellt, ob mich an mein Flumensch? Tja, Herr Macher, durchschauen sich ja nie alte sicher wär, nicht? Mhm. Aber wetze wat, da sei uns alle hier mal eingefallen. Leute, sei sich einfach nie mehr hier sein, ja? Wir sind nämlich alle allergisch gegen Sökelü. Es ist sei einer Sinn, sei Schmierla. Ist ja egal, dann sag ich mal lieber nicht auf Wiedersehen, nicht? Ja, ja, also dann, Leute. Hast du nicht noch was vergessen? Mein Gott, Vater, nun noch! Den Autoschlüssel. Ja, na, brauch ein anständiges Auto. Benny! Wird dann, kann ich dann nur gehen oder wirst du? Oh Gott, du kannst sogar die Münze finden! Hey Benny, das wäre ein ganz grausiges Gangster-Kino. Mann, mir ist deine Geschäftsidee auch noch mal den Kopf gehauen. Ha! Dann hab ich was! Ja, Mann, mit ne Lütchen Erinnerung. Ich hab gehört, dass du da noch was ganz gaut kannst. Du wirst wie uns den Lola-Part übernehmen. Ja, aber Geschäft ist Geschäft. Wie wird uns mal unterholt, wie jeder mit den Steuern mag? Geht dat? Ja, können wir. Dann noch clever Glicks gehauen, weil Lola muss von Namen noch eine Ecke mollen, ne? Der Hacki, der für Inlorde, der will immer nur Skat spielen und mit Genassbach trinken. Aber kommt mal mit! Ich habe noch kein Glas, aber das können wir ändern. Ja, nimm das. Aschenputtel, was wusst du denn nur noch? Dass du so Rechtsberaterin gewesen und die um die Steuern kümmerst. Diese Geschäftsidee heft Taukunft. Guck mal. Ja, nur Tau, nur Gormann. Das kannst du doch gut, das Finanzielle. Wie seid uns later? Also Trude, Lotus anstöten. Genau, Lotus anstöten ob use Geschäftsidee. Ich mag das. Du bringst das Geld und ich die Arbeit. Auf jeden Fall. Boah, da habe ich die ganze Tito. Top, top. Ja. Was hat die denn zu viel? Noch ein paar Stunden sprudelt sie gar nicht mehr so. Meist, das ist so Tandy hier. Oder ist am Küssen. Ja. Das wird nicht verkauft. Nee? Ich werde die Taylor-Bösche und blieb hier wie Trude. Kiek die das mal an. Ich habe so einen Verlobungsring. 8.000 Euro hat die kostet. Und der Harald hat den um 40 Euro runterhandelt. Ja. Spaß. Ja, ja. Was habt ihr in die Tischkredit alles schafft? Ja. Was habt ihr Mümmelchen mit? Sag mal eher nach. Du, ich helfe dir die letzten 3 Monate hier in diese bekloppte, aber feine Gemeinschaft sehen. Und so hab ich gedacht, da will ich auch die Tau hören, nicht? Guck, kiek es mal an. Ich sage ja immer, wecker hier erst mal so richtig mitgespielt hat, dem wäre wieso gar nicht wegquiet. Nee.
für ein super Publikum. Ja, das muss massen Spaß machen, für gut Theater zu machen. Bleibt hier noch betten, bei uns. Wir würden noch einen Lütken trinken und gewettet ja, ein Gaumenbrot kann man nicht verschoben. Dankeschön.